Dann sage ich erstmal ein herzliches Grüß Gott aus München. Herzlich willkommen zu unserem, jedenfalls im, jetzt sind wir schon im März, also zu unserem März Weekly GABA Seminar. Wir hatten in der vergangenen Woche unser erstes, halt dann noch Februar, March Introduction Seminar zum Thema Firmengründung, Corporate Formation etc. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es in die zweite Runde. Schwerpunktmäßig geht es um Arbeit, Arbeitserlaubnis, Visum. Dazu hören wir gleich Reinhard von Hennigs. Wir machen gleich eine kleine Vorstellungsrunde über die heutigen Speaker. Dann kommt Matthias Rode zum Thema, wie finde ich denn meine besten Führungspersonen, Persönlichkeiten in den USA. Und last not least, of course, Pam, third in row with US Taxation. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt tatsächlich eine kleine Vorstellungsrunde der Referenten. Die Reihenfolge habe ich gerade schon vorgegeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Stellt euch doch gerade kurz vor, dass unsere Zuschauer und Zuhörer wissen, was auf sie zukommt. Jeder hat so einen Speaking-Slot von roughly 45 Minuten. Ich denke, da ist auch dann Zeit für Question and Answers. Also bitte, Reinhard, wenn du kurz schon mal uns abholst, zu dem etwas sagst, was du uns gleich mitteilen möchtest. Wunderbar, Andreas, vielen Dank. Als deutscher und amerikanischer Rechtsanwalt lebe ich seit rund 25 Jahren in den USA, genieße Amerika jeden Tag aufs Neue, denn Amerika ist jeden Morgen wieder das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und mit dieser Faszination Amerika, die mich vor vielen Jahren erwischt hat, habe ich verschiedene Stationen durchlaufen. Das fing an vom Touristen über Praktikanten, über Rechtsreferendar bis hin zum Studenten, Angestellter, Anwalt, Partner und jetzt momentan Firmengründer bei Bridgehouse Law, einer deutsch-amerikanischen Rechtsanwaltskanzlei, die seit 2018 auch ein Büro in Kanada hat. Insofern sind wir momentan trinational. Wir fokussieren uns auf die Beratung des europäischen Mittelstands auf dem Weg in die USA und machen dieses mit einem multisprachigen Team. Wir haben ein italienisches Team und ein deutsches Team und damit decken wir doch einen großen Teil der Wirtschaft ab. Und um einen kleinen Spott darauf aufzusetzen, viele Deutsche glauben ja, Nutella sei eine urdeutsche Erfindung, aber tatsächlich ist sie halt italienisch. Und wir helfen dem Mittelstand hier Fuß zu fassen. Und eines der Kernfragen ist immer wieder die Frage, wie kriege ich meine Mitarbeiter ins Land? Deswegen ist das heutige Thema, über das ich was erzählen werde, Visum. Was ich letzte Woche gemacht habe, war Firmengründung. Und nächste Woche gibt es noch ein anderes Thema. Long story short, ich freue mich auf die vielen Feedbacks, die vielen Fragen und wie auch immer wir in den Kontakt gleich treten können. Andreas, zurück zu dir oder soll ich sagen, Herr Dr. Rode, du bist der Nächste. Und wir Danke, freuen uns dass auf ich hier deinen sein Vortrag. Und kann. jetzt, ich habe Perfekt. auch einige Jahre USA-Erfahrung, habe 3 Jahre in New Jersey gearbeitet, damals für AT&T, kann darüber ein bisschen was reden, promoviert im Bereich Logistik, habe viele Vertriebsfunktionen eigentlich für mittelständische Firmen übernommen und seit 10 Jahren bin ich jetzt in der Managementberatung und mit dem Schwerpunkt Personalberatung. Aufgrund des internationalen Hintergrundes, den ich habe, mache ich sehr viele internationale Besetzungen. Da werde ich während der Präsentation noch ein bisschen was dazu sagen. Auch in Amerika haben wir einen Partner, mit dem wir da sehr stark zusammenarbeiten. Und was kann ich noch sagen? Ja, wie gesagt, lassen Sie sich gleich überraschen, wie man die besten Führungskräfte für die USA dort finden kann. Wonderful, Matthias. Thank you for your brief introduction. We're looking forward to your presentation. And now Pam Carroll is from Elliott Davis, and you introduce us into US taxation. So what are we going to expect and what are we going to hear from you today? Sure. So today we're going to be talking about basically coming to the US for the first time and what you'll experience in the tax world when starting up your business. And some businesses may be already here and discovering the new landscape with state and US taxation, and then others may be just wondering what it's like to get started. So we'll talk about that. I've spent over 10 years working with German companies and had these conversations a lot about what it's like to start here in the United States and how to avoid
as much tax risk as you can, since there are lots of different regulations between Europe and the United States in the tax world. So we'll talk through that a little bit today. Wonderful. So now, since you're with Harley Davis for 10 years, that means we know each other for 10 years as well. That's wonderful. Good to have you with us. So now get back to the start. Reinhard, du kriegst das Wort schon zurück. Und wir sind gespannt auf die Frage, wie kriege ich denn die Leute ins Land? Also Arbeitserlaubnis, Visa, Visä, Visum. Bitte deine Bühne. Vielen Dank, Andreas. Und in der Tat hast du schon mir fast eine altlateinische Frage damit auf den Tisch gelegt, ob es nämlich das Visum oder das Visa lautet und ob die Frage mit einem A am Ende mit guter lateinischer Ausbildung automatisch ein Plural darstellt. Aber die gute Antwort lautet, auf Englisch ist das Visum halt ein Visa, obwohl es nur eins ist. Das ist Grammatik und das ist Sprache, das hat nichts mit Latein zu tun. Insofern reden wir heute über die Visä-Möglichkeiten nach diesem Motto, aber gleichwohl über das Visum. Ich bin im Übrigen seit letztem Jahr in der glücklichen Rolle, mich auch Autor schimpfen zu dürfen. Ich habe ein Buch herausgegeben, ein Buch geschrieben, Morning Musings mit 100 Reflexionen über das internationale Leben. Und in diesem Buch gibt es auch ein langes, ein Kapitel über, über Einwanderung. Und wer das also gerne lesen möchte, der Immigration, genau, das ist das Chapter 2 hier in diesem Buch. Wer das gerne lesen möchte, der kriegt das von mir geschenkt. Setze allerdings voraus, dass sozusagen eine Fallfrage, die ich später stelle, richtig beantwortet wird. Insofern aufpassen hilft, wie so oft im Leben. Und es ist dann eine große Freude, ein handsigniertes Buch an denjenigen zu übersenden, der mir später die richtige Frage als erstes richtig beantwortet. Und damit steigen wir ein. Ich hoffe, die PowerPoint-Präsentation beginnt. Das Problem bei meinem Computer ist, dass ich jetzt, sobald ich PowerPoint eingeschaltet habe, ich eine Veränderung des Bildschirms sehe. Damit kann ich Sie und euch jetzt nicht mehr so gut sehen. Unabhängig davon ist das Thema der Visum und der Aufenthaltserlaubnis ja letztlich darauf geprägt, was muss ich machen, damit ich hier in diesem Land legal arbeiten kann. Denn was man vermeiden möchte, ist, dass man am Ende einer langen Flugreise in den USA von einem Grenzbeamten mit den freundlichen Worten denied abgewiesen wird. Dieses ist ärgerlich, nicht nur, weil man damit Geschäftstermine hat, die dann platzen, dass man auf einmal dann sinnlos im Flugzeug sitzt, sondern dass man dann die Rückreise antreten muss. Und all dieses sollte man vermeiden, wenn es um das Thema sichere Einreise in die USA geht. Es geht mir in dem heutigen Vortrag kurz darum, vorzustellen, was sind die verschiedenen Organisationen, was sind auch die verschiedenen Behörden, die das auf der amerikanischen Seite eine Rolle zu spielen. Ich erkläre das Visa-Waiver-Programm, auch manchmal ESTA genannt, das Visumsverzichtsprogramm, was für viele eine gute Einreisemöglichkeit bietet, um mal kurzfristig in den USA geschäftlich etwas zu machen. Ich stelle die verschiedenen Visa-Arten vor und dann am Schluss, wie wird das Visum dann richtig beantragt. Die Thematik, welche Behörden gibt es? Und das muss man sich mal so vorstellen. Die Amerikaner haben grundsätzlich den Denkansatz, dass jeder, der nach Amerika reinkommt, eine dauerhafte Aufenthaltssituation in den USA möchte. Mit anderen Worten, es gibt eine gesetzliche Vermutung, dass jeder, der den Fuß auf amerikanischen Boden setzt, das Land niemals mehr verlassen möchte. Das ist eine Mentalität eines Einwanderungslandes, was davon geprägt ist, den Leuten auf der Welt ein Willkommen auszusprechen. Kommt her nach Amerika, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Hier ist sozusagen die Fahne der Freiheit, die Fahne der wirtschaftlichen Opportunities. Und deswegen ist jeder, der den amerikanischen Boden betritt, dem Grunde nach ein Einwanderer. Und er muss halt erklären, ob er denn in die verschiedenen Einwandererkategorien führt. Deswegen gibt es in den USA je nach Grundlage des Antrags ein Visum, das von den United States Citizenship and Immigration Services, auch liebevoll abgekürzt USCIS, erteilt wird. Dieses Visum wird in den USA erteilt und man benötigt dieses sozusagen je nach Visakategorie mit mehreren Wochen Vorlauf in den USA erteilte. Doch damit ist nicht gut genug, denn man muss ja dann dieses Visum, was dem Grunde nach erteilt worden ist durch eine Approval Letter, danach in seinen Pass bekommen. Und dieses erfolgt im jeweiligen Konsulat. Die Konsulate unterliegen der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes sozusagen, des Department of State. Und dass wir hier damit zwei verschiedene amerikanische oberste Bundesbehörden haben,
die beide bei der Erteilung eines Visums eine Rolle spielen. Es sei denn, man macht einen Antrag auf Investorenvisum. Für diesen Zweck wird die Phase 1, nämlich das USCIS-Filing, abgekürzt und man kann diesen Antrag direkt bei dem Konsulat in Frankfurt stellen. Ich erwähne dieses jetzt, weil man je nach Visaart auch eine andere Laufzeit hat. Sie sehen, die USCIS hat eine Bearbeitungsdauer von 12 Wochen. Das Konsulat hat teilweise eine Bearbeitungsdauer von 2 Tagen. Das heißt, sollte ich dummerweise eine Visumskategorie haben, die eine doppelte Beantragung, nämlich erst beim USCIS und dann beim Department of State erforderlich macht, dann ist dieses mit einer mehrwöchigen Bearbeitungszeit automatisch verbunden. Steigen wir ein, immer in der Kurzfassung, in das sogenannte Visumsverzichtsprogramm. Das Visumsverzichtsprogramm ist etwas, was für die meisten, die heute hier zuhören, eine gute Variante ist, sollte man mal kurzfristig in den USA einreisen wollen, um einen Geschäftstermin wahrzunehmen. Der Grundsatz lautet, verschiedene Länder auf dieser Welt erlauben einander die Einreisen. Deutschland erlaubt es den Amerikanern, die Amerikaner daher erlauben es auch Deutschland. Und bei diesen Ländern, die miteinander sich mögen, gibt es eben diese Visa-Waiver-Länder, die diese Wechselseitigkeit haben. Die gute Nachricht ist, die Deutschen können damit einreisen, und zwar wohlgemerkt bis zu 90 Tage. Das gilt nicht für Bürger aus den Staaten, die eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Diese Regeln gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Es sind keine nur Trump-Regeln. Diese Regeln sind dafür da, um sicherzustellen, dass Personen, die in die USA einreisen, hier sich nicht in terroristische Zellen abbewegen. Und im Übrigen gibt es Sonderregeln wie, und das ist eine Rechtslage seit Januar 2016, die auch relativ gefestigt ist inzwischen, wie man Ausnahmen ermöglichen kann. Ausnahmen mit anderen Worten, Sie sind ein Geschäftsreisender, Sie sind doppelter Staatsangehöriger oder haben diese Länder kurzfristig besucht und da kann man einen entsprechenden Antrag stellen. Welche Länder sind es? Ich habe hier eine Tabelle erstellt, die zeigt, welche Länder gemeint sind. Diese Länder decken sich in vielen Bereichen mit den üblichen Verdächtigen der wirtschaftlichen führenden Länder. G28-Länder kommt einem hier in den Sinn. Es sind Teile der Europäischen Union. Dazu kommt Japan, Taiwan und auch Südkorea. Alles in allem Länder, wo man eigentlich sagen könnte, hier gibt es keinen Wegrennfaktor. Leute verlassen das Land nicht, weil sie irgendwelche Flüchtlinge sind, sondern Leute verlassen diese Länder, um mal kurzfristig in den USA Geschäfte zu machen. Der kleine Achtungshinweis ist bei Polen. Und Sie sehen, dass bei Polen das doppelte Sternchen bedeutet eine Warteliste. Zurzeit ist es mit Polen nicht möglich, als Pole nicht möglich, das Visumsverzichtsprogramm zu machen. Und dieses ist immer dann relevant, wenn man kurzfristig als Unternehmer sagt, ich möchte jetzt meine Mitarbeiter in die USA senden. Wir haben jetzt eine Thumbs up. Was sind die Voraussetzungen? Okay, danke auch für das Feedback, dass es ankommt. Sehr schön. Was sind die Voraussetzungen für den Ester? Ich muss einen Rückflugticket nachweisen. Das bedeutet, ich muss beim Hinflug wissen, wann ich zurückfliege. Das ist natürlich manchmal ärgerlich, wenn ich eine kurzfristige Reise habe, um irgendwelche Dinge zu reparieren, gerade im Bereich der Montage gedacht, gerade im Bereich der Reparatur, Wartung, Maintenance. Da ist irgendein europäischer Maschinenhersteller, der ein gutes Gerät gebaut hat. Dieses fällt plötzlich aus und man musste jemanden mal schnell da haben. Das heißt, man weiß manchmal nicht, dauert das jetzt 4 Tage oder eine Woche und man hat das Rückflugticket ganz flexibel. Dumm allerdings, dass man für den Fall, dass man mit dem Ester reisen möchte, mal ein garantiert gebuchtes Rückflugticket benötigt. Man braucht ebenfalls einen gültigen Reisepass. Dieser gültige Reisepass muss noch für 6 Monate in den USA sozusagen gültig sein. Warum 6 Monate? Weil man davon ausgeht, dass wenn man bis zu 90 Tagen in den USA bleiben möchte, dass man dann immer noch einen 3 Monate gültigen Reisepass hat, weil manche Airlines hier Schwierigkeiten machen bei kürzeren Gültigkeiten. Und man muss dann als drittes ein paar Tage vorher diese Estergenehmigung ausfüllen. Diese Estergenehmigung kostet momentan $14. Sie wird über diese Webseite, die ich auch dort anzeige, bei ester.cbp, das ist die Customs and Border Protection.dhs, Department of Homeland Security.gov, abgerufen. Als kleiner Hinweis, bitte nur dort dieses ganze Spiel spielen. Es gibt Dienstleister, die sich unter ESTA-Service-Anbieter anbieten, die eben dieses für $50 verkaufen, 50 Euro verkaufen, was auch immer, die sozusagen diese Differenz einkassieren und dann den Antrag stellen.
Ist damit die Erstgenehmigung nicht richtig? Nein, überhaupt nicht. Das einzige Thema ist halt, dass man mehr Geld bezahlt für etwas, was man eigentlich nicht braucht. Robert, next slide, please. Was sind die erlaubten Tätigkeiten? Was darf ich also, wenn ich eine solche Esther-Genehmigung habe, machen? Ich darf an Messen teilnehmen, was natürlich im Zeichen von Corona etwas akademisch ist. Ich darf Vertragsanschlüsse machen, ich darf Kunden- und Geschäftskontakte pflegen und Ähnliches. All dieses sind legitime Dinge, wo man für tätig sein kann. Ich darf auch an Konferenzen teilnehmen oder wenn ich im Bereich von Forschungstätigkeit unterwegs bin, an Forschungsprojekten teilnehmen. Vorausgesetzt gleichwohl, dass ich in meiner Tätigkeit, für meine Tätigkeit in den USA keinerlei Gehalt bekomme oder aber, das sollte ich ein entsprechendes Gehalt dafür bekommen, dieses Gehalt dann auch nur in Deutschland mir ausgezahlt wird. Beispielsweise, weil ich als Mitarbeiter eines Unternehmens sowieso mein Gehalt bekomme und das wird dann durch interne Verrechnungen dargestellt. Montagearbeit ist das Thema, wo wir die häufigsten Probleme erleben. Wir sehen, und im Bereich der Montagearbeit fällt auch der Bereich der Wartung von Maschinen hinein. Wir sehen es immer wieder, dass Mitarbeiter versuchen, in die USA einzureisen und dann bei der Einreise auch der englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind, mit einem großen Koffer bewaffnet, mit vielen Geräten, mit vielen technischen Dingen, mit was auch immer dort erscheinen und dann auf die Frage des freundlichen Einwanderungsbeamten, was machst du hier, antworten, I have to work. Was machst du denn für konkrete Arbeit? Ja, ich arbeite an dem Projekt so und so in dem und dem Werk. Und diese Kommunikation führt dann oft dazu, dass dieser Mitarbeiter, der in die USA einreist, sich irgendwie verplappert und etwas als Arbeit klassifiziert, was klassischerweise gar keine Arbeit ist, weil es einfach eine vertragliche Verpflichtung ist zwischen der deutschen Unternehmung und dem amerikanischen Geschäftspartner. Und schon kann es sein, dass eine solche Einreise abgelehnt wird. Wir sehen und wir empfehlen, dass man gerade bei Mitarbeitern, die der englischen Sprache nicht 100% mächtig ist, dass man diesen einen Begleitbrief in die Hand drückt. Wir als Kanzlei Bridgehouse Law erstellen gerne solche Begleitbriefe und haben dabei sehr gute Erfahrungen gemacht, wo dann mit anderen Worten dieser Mitarbeiter dann dem Grenzbeamten sagt, mein Englisch ist schlecht, my English is not that good, here is a letter from my company, please read it, and that's what I'm doing here. Und wenn man dort genau erklärt, was der Ansatz ist, ist dieses eine zwar keine Garantie, aber doch eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Denn nichts ist dümmer, als den Mitarbeiter dann abgewiesen zu bekommen. Warum ist das unangenehm? Wenn Mitarbeiter oder generell wer auch immer an der Grenze abgewiesen wird, der wird auf den nächstmöglichen Flug zurückgesendet. Und nun stellen wir uns mal vor, dass nicht nur in dieser Corona-Zeit die Rückflüge nicht so einfach sind. Warum? Weil es viel weniger Flugverbindungen gibt. Noch vor 2 Jahren gab es etwa 3.500 Flugverbindungen jeden Tag zwischen den USA und Europa. Inzwischen sind es nur noch ein paar hundert. In der Höchst- oder Tiefstphase, je nachdem, wie man das nennen soll, von Corona gab es kurzfristig sogar nur unter 100 Flüge, die jede Woche zwischen den USA und Deutschland gingen. Mit anderen Worten, ein Rückflug ist schwierig. Wenn ich aber nicht ins Land rein darf und auch keinen Rückflug bekomme, dann ahnen Sie schon, wo die Übernachtungsmöglichkeit sich befindet. In dem Fünf-Sterne-Hotel, was gemeinhin als Abschiebeknast bezeichnet wird. Und das ist eine Lebenserfahrung, die man nicht zwingend haben möchte. Deswegen hilft es hier, vorzubereiten. Sollte jemand mir die Frage stellen wollen, bin ich denn, wenn ich einmal abgewiesen wurde, damit für immer und ewig sozusagen gebrandmarkt? Die Antwort lautet nein. Eine legitime Abweisung, die einfach aufgrund von Dingen passiert, dass man sich nicht qualifiziert, bedeutet nicht, dass man für immer und ewig abgewiesen ist. Man kann jederzeit wieder ins Land reinreisen, man braucht aber die guten Argumente dafür. Auch für die Unternehmensgründung darf man in den USA sein, aber nicht, um die Führung des Tagesgeschäfts zu machen. Und das ist ein anderes Thema, denn dafür braucht man ein Visum. Robert, next slide, please. And one more. Dieses Chart, diese schöne Pyramide, zeigt etwas an, wo man denn endlich steht mit den Einwanderungssituationen. Auf der unteren Ebene ist das größenmäßig größte Kontingent der sogenannten B-Visa beziehungsweise auch der Visa-Waiver-Programme. Tausende kommen damit jeden Tag in die USA rein. Auf dieser Kategorie baut sich dann auf die sogenannten Non-Immigrant-Visas. Ich habe dort nur die meistverbreitetsten angezeigt, nämlich die Kategorie E, die Kategorie L und die Kategorie H. Wer sich mit dem amerikanischen Einwanderungsrecht schon beschäftigt hat, weiß, es ist eine Art Buchstabensuppe. Und weil das Alphabet mit 26 Buchstaben eigentlich ausreichend ist, gibt es dann auch Kürzelungen, Verdoppelungen und ähnliche Dinge, sodass also das E-Visum nicht nur ein E-Visum ist, sondern es gibt ein E1 und ein E2 und ähnliche Dinge. Sodass mit anderen Worten diese drei Visakategorien E,
L und H die meistverbreitetsten sind. Darauf aufbaut sich die Green Card. Die Green Card ist die Daueraufenthaltserlaubnis in den USA. Und dann gibt es oben die kleine Gruppe derer, die es schaffen, in den Bereich der Citizenship hochzukommen. Das ist die zahlenmäßig kleinste Gruppe. Und man sieht, der eine Pfeil, der hochgeht, der sagt, die Anforderungen steigen. Je mehr ich sozusagen Stufe nach Stufe hochgehe, umso relativ schwieriger ist die Einreise in die USA. Und zugleich geht der Pfeil andersrum, wo die Kontingente steigen, je niedriger die Anforderungen sind. Und unsere Aufgabe, was ich oft einmal im Jahr mit einem Immigration Talk mit unserem Mandanten mache, ist, dass ich sage, wer ist in welchem Kontingent drin? Ja, habe ich hier einen Mitarbeiter mit niedrigeren Anforderungen, dann ist vielleicht für diesen Mitarbeiter ein B-Visum oder ein Visa-Waiver geeignet. Habe ich eine Mitarbeiterin, die mehr Anforderungen auch erfüllen kann, aufgrund von schulischer Bildung, aufgrund von akademischer Bildung oder ähnlichen Dingen, dann kann man überlegen, dass man eben in eine höhere Kategorie reinkommt oder in ein höheres Kontingent reinkommt. Das ist sozusagen das Lustige in der Beratungssituation, dass es für gleichgelagerte Lebenssachverhalte verschiedene Visa-Arten gibt. Und unsere Aufgabe ist es dann immer zu prüfen, welche Visa-Kategorie ist die leichteste, was die Anforderungen angeht, um in den USA das zu machen, was man möchte. Next slide, please. Die USA differenzieren dann auch zwischen den Immigrant- und den Non-Immigrant-Visas. Achtung, ich hatte eben gesagt, in den USA wird jeder, der in die USA einen Fuß setzt, wird mit dem Thema Einwanderer klassifiziert. Das stimmt. Unabhängig davon ist es so, dass gleichwohl gesagt wird, es gibt eindeutige Immigrant-Visas und eindeutige Non-Immigrant-Visas. Das ist eine relevante Differenzierung, weil die Vorgaben für ein richtiges Immigrant-Visum, für jemand, der dauerhaft in den USA bleiben will, auch steigen. Next slide, please. Das Non-Immigrant-Visa wird oftmals durch die, hat einen befristeten Aufenthaltsrecht und wird oftmals sozusagen auch in den Pass eingestempelt oder eingeklebt. Es gibt aber an dieser Stelle auch den kleinen Hinweis, nicht jeder, der ein Visum im Pass hat, ist legal in den USA. Genauso wie es sein kann, dass nicht jeder, der ohne Visum im Pass in den USA ist, illegal ist. Und diese eigenartige Struktur, legales Visum im Pass bedeutet trotzdem illegaler Aufenthalt oder aber kein Visum im Pass bedeutet trotzdem legaler Aufenthalt, lässt sich dadurch erklären, dass die amerikanische Einwanderungsbehörde, die Customs and Border Patrol, endgültig entscheidet. Aber es auch sein kann, dass wenn ich in den USA lebe und einen Arbeitgeber wechsle, dass ich dann damit verbunden einen Visawechsel durchlaufe, aber dass mir mein Aufenthaltstitel im Pass nicht eingetragen wird oder nachgetragen wird. All das sind Dinge, die man berücksichtigen soll. Und damit ergibt sich dann auch das nächste Bullet schon. Das Visum ist zweckbestimmt. Es ist nur für dieses eine Unternehmen gültig. Und sollte ich tatsächlich, wie eben gesagt, meine Arbeitstätigkeit verändern, woanders arbeiten, als ich das ursprünglich mal hatte, dann benötige ich automatisch dafür einen neuen Aufenthaltstitel. Damit verbunden auch möglicherweise ein neuer Gang nach Canossa oder in das Konsulat. Auch bemerkenswert ist, dass die Gültigkeitsdauer sich nicht der Aufenthaltsdauer deckt, die in den USA möglich ist. Ich will sagen, es kann sein, dass mein Visum eine Aufenthaltsdauer, nehmen wir mal ein E-Visum, von 5 Jahren drin ist. Das ist dann die mögliche Gesamtdauer, die das Visum gültig ist. Das Visum berechtigt mich, während dieser 5 Jahre beliebig oft ins Land einzureisen. Meine Aufenthaltsdauer auf der anderen Seite ergibt sich aufgrund der konkreten Situation. Und beim E-Visum darf ich nur 2 Jahre am Stück legal im Land bleiben. Was das auch bedeutet, ist, dass ich in den USA immer wieder mal das Land verlassen muss, was für den normalen Geschäftsreisenden gar kein Problem ist, was aber dann zu einem Problem führt, wenn die Geschäftsfrau mit Mann und Kindern, wenn der Geschäftsmann mit Frau und Kindern in den USA lebt, diese das Land nicht verlassen, weil Amerika so schön ist, man dann nach 2 Jahren plötzlich feststellt, der für das Unternehmen Tätige war häufiger in den USA ausgereist wegen Geschäftstätigkeiten. Die übrigen Familienangehörige laufen in eine Illegalität. Auch dieses ist zu bedenken. Die Aufenthaltsdauer kann kürzer sein, als der Aufenthaltstitel einem hergibt. Oder andersrum, es kann auch länger sein, weil ich das im Pass nicht drin stehen habe, wie lange ich im Land bleiben will. Deswegen ist das mit dem Visum immer ein lustiges Thema. Next slide, please. Die häufigen Visa-Arten des Non-Immigrant-Visa, die aus meiner Sicht auch der Königsweg sind, um in den USA sich eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, ist das E1 und das E2-Visum. Das E1 und das E2-Visum definiert
die Möglichkeit für Angehörige von Staaten, die mit den USA einen völkerrechtlichen Vertrag, ein Treaty haben. Deswegen steht auch bei dem E2, bei dem E1-Investoren Treaty Trader oder Treaty Investor, wo ein solcher völkerrechtlicher Vertrag besteht, wird es den Angehörigen dieses Landes erlaubt, in den USA zu sein. Als Handelnder, das ist das E1-Visum, muss ich sozusagen ein Handelsvolumen von mindestens $200.000 Handelsvolumen haben. Als E2-Investor, als Treaty-Investor, muss ich ein Investment von mindestens 100.000 haben und damit dann auch Arbeitsplätze geschaffen haben. Dieses führt zu einem beschränkten Aufenthaltstitel. Im Gegenzug dazu ein Immigrant-Visa, was jetzt auch wiederum mit E anfängt, dann die Kategorie EB1, EB2, EB3 und EB5 angeht. Hierfür muss ich ein größeres Investment nachweisen, Schaffung von einer gewissen Mindestanzahl von Mitarbeitern nachweisen. Und all dieses führt dazu, dass die Maßgaben zwar komplizierter sind, aber damit auch ein unbegrenzter Aufenthaltstitel möglich ist. Dieses Slide zeigt an, dass hier eine Investition von $1 Million notwendig ist. Diese Zahl hat sich aufgrund einer jüngsten Gesetzesänderung gerade verändert. Insofern müssen wir das Slide updaten hier. Richtig sind 1,8 Millionen und in der Zeile darüber sind es Investitionen von 500.000. Auch da ist die Zahl durch jüngste Gesetzesänderung jetzt bei 900.000. Und das ist ein erheblicher Schluck aus der Pulle, wenn auf einmal statt 1 Million jetzt 1,8 Millionen gefragt werden. Next slide, please. Das E1-Visum stürzt sich auf die Treaty Traders und setzt eben voraus, dass ich eine Position in den USA habe, wo ich eine leitende Tätigkeit habe, wo ich Fachkenntnisse habe, wo ich kurzum gesagt, ohne mich würde das Unternehmen nicht funktionieren. Und es muss dann ein Substantial Trade sein, wo der Handel zwischen den Ländern eine Rolle spielt. Problemstellung immer wieder gerne. Wir haben multinationale Unternehmen, die multinationale Produktionsstandorte haben. Angenommen, ich bin ein Unternehmer aus Baden-Württemberg. Ich sage das deswegen, weil wir ja eigentlich heute in der Frühjahrs-Gaba-Serie immer in Stuttgart gewesen wären. Und insofern kleine, wie sagt man auch schön, ein kleiner Shoutout Richtung Baden-Württemberg und den Stuttgartern heute im Raum. Wir wären eigentlich bei euch heute. Und insofern muss man, wenn ich jetzt als Stuttgarter anfange, meinen Handel zu machen und ich habe dann ein Unternehmen oder ein Werk in Rumänien, ich produziere auch in China und habe im Übrigen ein Werk in Mexiko und muss dieses Ganze zusammenpacken, dann wird aber nicht darauf abgestellt, dass ich möglicherweise ein paar Millionen Handel zwischen China, Rumänien und Mexiko mit USA mache, sondern es wird darauf abgestellt, was ist denn der konkrete Handel zwischen Deutschland und den USA. Das muss man im Kopf haben. Next slide, please. Das nächste Slide zeigt jetzt hier das E2-Visum. E2 ist der Investor, mit anderen Worten, hier wird nicht auf das Handelsvolumen abgestellt, sondern auf die Frage, wie viel wurde in das konkrete Unternehmen investiert. Investment bedeutet, das Geld kann weg sein. Money at risk ist das Thema. Es muss so investiert sein, dass ich am Ende eventuell mein Geld verliere. Warum ist das relevant? Weil ein normales Sparbuchinvestment halt nicht greifen soll. Der Hintergrund dieses Projekts ist, dass man versucht, in den USA Arbeitsplätze zu schaffen. Und solche Arbeitsplätze werden eben nicht durch passive Investments geschaffen, sondern nur durch aktive Geschäftstätigkeiten. Und deswegen ist das Unternehmensrisiko ein relevantes Thema. Das Unternehmen muss Gewinn erzielen. Das erinnert sich fast an das deutsche Steuerrecht, wo die Gewinnerzielungsabsicht ja auch eine Rolle spielt. Und das Unternehmen muss so viel Gewinn erzielen wollen und können, dass es die Lebenshaltungskosten des Investors übersteigt. Mit anderen Worten, ein Projekt zu haben, das mir am Jahresende $200.000 gibt. Und $200.000 ist dann das, was ich mir als Gehalt auszahle, wird nicht anerkannt. Next slide, please. Die beiden Treaty, die ich eben erzählt habe, die beiden völkerrechtlichen Verträge setzen voraus, dass ich eine Identität der Nationalität habe, des Mitarbeiters, der entsendet werden soll, und dem Investor bzw. dem Eigentümer des Handelsunternehmens. Wenn dieses aber nicht möglich ist, konkret, ich habe einen Franzosen im Team und ich bin ein deutsches Unternehmen, dann kann ich diesen nicht mit einem Investorenvisum bewegen. Das ist eine Lücke. Man müsste jetzt versuchen, Lobbyarbeit zu machen, dass man die Europäische Union und die Grundzüge der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union vielleicht diese Nationalität gleichstellt. Das ist ein esoterisches Thema, weil es heute nicht der Fall ist. Deswegen sind konkret, wenn Mitarbeiter aus nicht-deutschen Ländern für ein deutsches Unternehmen in die USA sollen,
die E-Visa nicht möglich, sondern das L-Visum ist die nächstbestmögliche Möglichkeit. Der Mitarbeiter muss innerhalb der letzten 3 Jahre ein Jahr für das Unternehmen oder mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen gearbeitet haben. Und er muss im Übrigen Fachkenntnisse, Spezialkenntnisse und Know-how haben, weswegen dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin in den USA dringend notwendig ist. Auch spannend ist, dass die Frage nach dem L1A und dem L1B wiederum eine Rolle spielt, nämlich inwieweit hier Tätigkeit mit Spezialkenntnissen oder Tätigkeit mit Management gefragt sind. Hier zeigt sich das amerikanische Einwanderungsrecht wirklich wie in dem Bereich der Buchstabensuppe. Viele Dinge geben sich durch Buchstabenketten zu erkennen. L1A hat zum Beispiel eine 7-jährige Aufenthaltsdauer, während das L1B nur 5 Jahre hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Der Vorteil vom L-Visum ist aber, dass man damit leichter zur Green Card kommen kann. Insofern, was jetzt hier schlechter sich anfühlt, dass man eben diese Mindestvoraussetzung haben muss, 3 Jahre, 1 Jahr in den USA gearbeitet, 3 Jahre, 1 Jahr außerhalb der USA gearbeitet, ist danach aber ein leichterer Weg zur Green Card. Robert, next slide please. Was dann als nächstes kommt, ist das H1B. H1B ist eigentlich eine Visa-Art, die ich nicht empfehle. Warum? Weil nur 65.000 pro Jahr diese Visa-Art abgreifen können. Es ist aber die einzige Möglichkeit für einen Mitarbeiter, der weder die gleiche Nationalität hat, noch für das Unternehmen bereits gearbeitet hat. Mit anderen Worten, ich habe als deutsches Unternehmen einen brillanten Mitarbeiter, den ich einstellen möchte, und dieser Mitarbeiter kommt aus Dänemark. Und dieser Däne möchte also sozusagen nicht bei mir arbeiten, sondern direkt nach USA gehen, ist top geeignet, hat es aber noch nicht geschafft, ein Jahr für mich in Deutschland zu arbeiten. Für solche Konstellationen wäre dann das H1B-Visum möglich. Das erste Problem hatte ich schon erwähnt, die 65.000 Mitarbeiter, die 65.000 Visa-Kategorien pro Jahr. Das zweite Problem ist aber, dass ich mit dem Kontingent nur einmal im Jahr das abrufen kann. Und zwar immer zum 1. April wird das Kontingent geöffnet, was dann immer zum 1. Oktober die Einreise ermöglicht. Und sollte man nach dem 1. April etwas versuchen, dann muss man damit automatisch über ein Jahr warten. Damit hat man dann auch vielleicht die Möglichkeit, diese Mitarbeiter schon mal im Stammhaus auf das Konzept auszubilden und dann mit dem L-Visa in die USA zu bekommen. Next slide, please. Das B-Visum ist die Möglichkeit für denjenigen, der sich nicht mehr für das ESTA-Visum qualifiziert. Wo ist das der Fall? Wenn jemand zu häufig in die USA einreist, und bei jedem GABA-Seminar haben wir immer wieder ein paar Teilnehmer, die schon mal sagen, ja, das ist mir schon mal passiert, wo ich nach einer mehrfachen Einreise in die USA in einem Jahr gesagt bekomme, das nächste Mal aber nicht mehr, denn du bist zu oft hier. Gerade wenn ich eine Einreise im März mache, meine nächste Einreise im Mai, meine nächste Einreise im Juli und ich dann versuche, im September nochmal einzureisen, dann sagt der Grenzbeamte häufig, das sieht für mich aus wie eine Daueraufenthalt. Und da die Deutschen ja den Pass nicht abstempeln, wenn man in den USA wieder, wenn man Deutschland wieder betritt, ist die Dokumentation, dass man ausgereist ist, sehr schwer. Es gibt Datenbanken der amerikanischen Einwanderungsbehörde, aber die sind nicht immer 100% zuverlässig. Deswegen empfehlen wir, wenn solche Mitarbeiter den Tipp bekommen, das nächste Mal bitte mit B-Visum, dann ein B-Visum zu machen. Genauso wie wir empfehlen, dass Mitarbeiter, die mehr als 3 Mal pro Jahr einreisen wollen mit dem ESTA, dann ein qualifiziertes B-Visum haben. Robert, next slide, please. Die Green Card ist mal inzwischen wieder green. Die Farbe wechselt sich mal wieder alle paar Jahre. Als ich die Green Card vor vielen Jahren hatte, war sie goldfarbig. Dann hatte sie mal auch andere Farben. Sie war mal pink. Wie auch immer, die Green Card ist der unbegrenzte Aufenthaltstitel in den USA. Und wir werden sicherlich noch einige Dinge über die Green Card später auch von der Steuerseite erfahren. Der große Vorteil der Green Card ist der unbegrenzte Aufenthalt. Der große Nachteil der Green Card ist, dass man damit mit seinem weltweiten Einkommen in den USA automatisch steuerpflichtig wird. Mit anderen Worten, auch das Einkommen, das man in Deutschland erzielt. Next slide, please. Der Weg zum Visum, next slide, please, ist relativ simpel. Wenn man die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, muss man die Dokumente bei dem Konsulat eingeben, beziehungsweise wenn man aus der Freigabeerklärung der amerikanischen Einwanderungsbehörde USCIS sein Notice bekommt, muss man das dann einreichen. Wir rechnen mit mehreren Wochen Bearbeitungszeit beim Konsulat. Manchmal geht es auch schneller und danach kommt die Einreise. Next slide, please, sollte sozusagen die Sache beenden. Und das ist, glaube ich, auch der Fall. Und damit bin ich auch gleich angekommen bei meiner Fallfrage. Wer möchte das Buch haben? Und um dieses Buch zu gewinnen, muss man ja bekanntermaßen eine Frage im Chat richtig beantworten.
Und die Fallfrage lautet, die ich jetzt mal in den Chat einstellen möchte, wie viele Visa werden pro Jahr in der Kategorie H1B vergeben? Wie viele Visa werden jedes Jahr in der Kategorie H1B vergeben? H1B ist wohlgemerkt die Visa-Kategorie, die für die Hochqualifizierten möglich ist. Und ich sehe, wir haben einen glücklichen Gewinner. Matthias, die Antwort ist richtig. Meinem freundlichen Mitvortragenden übergebe ich das Buch gerne, wenn du es noch nicht hast. Ich sage jetzt nicht, was die richtige Antwort ist für den Fall, dass es noch jemand von dem Publikum auch sagen möchte, weil ich jetzt hier keine Vetternwirtschaft vorgehalten bekommen möchte. Ich sehe keine Antwort aus dem Publikum. Schade. Unabhängig davon. Ah, da sehe ich eine Antwort mit 65.000. Genau. Christian Diemer, Glückwunsch. Das Buch geht an Sie. Auch an dich, Matthias, übernehme ich das Buch doch gerne. Ach so, habe schon letztes Mal gewonnen. Das stimmt. Christian Diemer war letzte Woche schon dabei, hat auch gewonnen. Wie dem auch sei. 65.000 ist die Antwort. Und ich kann jetzt einfach mal die nächste Frage als Fallfrage stellen. Welche Arbeitsvermutung gibt es für jeden, der in die USA einreist? Jeder, der in die USA einreist, wird von der amerikanischen Einwanderungsbehörde als was angesehen? Okay, als Immigrant. Okay, Oliver, super. Danke, dass du hier geantwortet hast. Damit hätten wir auch dieses Thema geklärt. Oliver Krause-Huckleberry, Glückwunsch für die richtige Antwort. Andreas, siehst du ein paar Fragen, die im Chat oder im Q&A gekommen sind? Ich sehe, ich schaue jetzt nochmal, bis gerade hatte ich noch keine Fragen. Gerade eine, man müsste hochscrollen. Gibt es irgendwelche Veränderungen, seit Präsident Biden Präsident geworden ist? Und ja, coole Frage. Wir sehen, dass seit einer Woche und drei Tagen sowas jetzt im Kongress ein neues Einwanderungsrecht diskutiert wird. Das ist eingebracht worden am Sonntag, den 21. Ich bin gespannt, inwieweit dieses Einwanderungsgesetz tatsächlich die Mehrheit findet im Senat, auch die Mehrheit findet im Repräsentantenhaus. Meine momentane Vermutung ist, dass das Immigration-Thema, was Geschäftsreisende angeht, von Präsident Biden nicht ernsthaft verfolgt werden wird. Biden hat in dem Gesetzgebungsentwurf, so wie wir ihn gesehen haben, sich sehr stark dafür eingesetzt, dass Mitarbeiter, dass Familienangehörige, die illegal in den USA sind, Legalität bekommen, dass Personen, die dauerhaft in den USA sind, ohne gültigen Status, dass diese eine leichtere Möglichkeit haben, die Green Card zu bekommen. Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine richtige Veränderung, was das Business Visa angeht. Wenn das aber bei uns mal hochkommt, gibt es hierzu Blogposts, wo wir das dann weiter informieren. Gibt es sonst noch Fragen, Andreas? Siehst du weitere Fragen? Ich sehe noch Fragen, und zwar natürlich naheliegenderweise im Zusammenhang mit Covid-19. Auf der einen Seite wird gefragt, wie hat sich denn der Prozess verändert, konsularisch, also bei der Beantragung etc. Und auch dann im Zusammenhang mit der Einreise. Was muss ich beachten, was muss ich machen? Schon in Deutschland beim Abflug, wie ist es bei der Ankunft, welche Unterlagen brauche ich, was sind die aktuellen Einreisevoraussetzungen? Kannst du dazu was sagen? Also, coole Frage, absolut. Das sind, glaube ich, so zwei, drei verschiedene Fragen, die du da zusammengepasst hast, wenn ich das richtig auch gerade auf dem Chat runter- und hochscrolle. Corona hat zu einem Lockdown geführt in Deutschland. Und wir sehen, dass momentan Interviewtermine bei den Konsulaten nicht mehr gemacht werden. Die werden verschoben. Wir hatten also Interviewtermine, die eigentlich im Januar hätten stattfinden sollen, sind verschoben worden. Zurzeit sind sie auf Ende März. Inwieweit der momentane Lockdown dazu führt, dass sich das wieder verschiebt, weiß ich nicht. Auch die amerikanischen Konsulate müssen hier arbeiten. Das heißt, mit anderen Worten, da, wo ein persönliches Erscheinen notwendig ist, sehen wir einen Stillstand zurzeit. Die Bearbeitungszeit während Corona war kurzfristig für 6-7 Monate geschnellt. Ist dann aber wieder runtergegangen. Das heißt, im Herbst, Winter letzten Jahres war es dann wieder bei dem normalen 3, 4, 5 Wochen Bearbeitungszeit in Frankfurt. Was ich brauche, um jetzt in die USA einzureisen, ist der National Interest Exemption, NIE.
und ohne den komme ich nicht rein. Mit anderen Worten, habe ich zurzeit ein gültiges Visum, brauche ich dann eine weitere Genehmigung, ja, von der Wiege bis zur Ware, Formulare. Und mit diesem weiteren Dokument, dem NAI, komme ich dann in die USA rein. Und momentan ist die Praxis, die wir hören, dass Personen nach der Sicherheitskontrolle, nach dem Check-in am Flughafen, dann nochmal von einem Konsularmitarbeiter befragt werden. Und wenn man dort nicht klar sagen kann, was man in den USA möchte, dann bekommt man, sozusagen den Freibrief in die Hand, dass man ins Flugzeug einsteigen kann. Ob dieses nun staatsrechtlich erlaubt ist, dass Mitarbeiter des Konsulates über das Fliegen von Deutschen entscheiden auf deutschem Boden, ist mal ein Thema für einen Fireside-Chat, aber vielleicht nicht für den jetzigen Rahmen. Ich glaube, wir sind damit am Ende meiner 45 Minuten angekommen. Andreas, ich freue mich für die Fragen. Sollte es weitere Fragen geben, auch die gerne im Chat weiter reinpacken. Ich beobachte den Chat und wer mir im Chat eine Frage reinstellt mit seiner oder ihrer E-Mail-Adresse, dann würde ich auch gerne darauf individuell antworten. Damit bin ich jetzt erstmal fertig. Andreas, zurück zu dir. Vielen Dank für deine Präsentation, war sehr interessant. Übrigens muss ich eine Lanze brechen für die Visumsabteilungen bei den Konsulaten. Also ich habe jetzt für einen Termin beim Einwohnermeldeamt immerhin 3 Monate gebraucht. Also von daher gesehen ist das einfach der aktuellen Situation geschuldet. Und es wird sicher auch wieder besser. Ich habe auch einen Blick auf die Fragen. Ich lese jetzt mal vor, vielleicht ganz kurz noch, gibt es bei der ESTA-Beantragung Probleme, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft jeweils von EU-Mitgliedstaaten besitzt? Reinhard, das vielleicht noch, weil es gerade aktuell noch aufgepoppt ist? Nein. Also wenn ich als Deutscher für ein deutsches Unternehmen unterwegs bin und ich dann damit sozusagen mich qualifiziere, dann passt das. Die Herausforderung bleibt, wenn ich sozusagen jetzt nicht Mitgliedsland der ESTA bin. Mit anderen Worten, ich habe einen polnischen, einen deutschen Pass, dann würde ich auch nur mit dem deutschen Pass für diesen Zweck reisen, meinen deutschen Pass eingeben. Wunderbar. Dann danken wir dir nochmal ganz herzlich, Reinhard. Du beobachtest uns weiter und stehst noch zur Verfügung. Ich würde jetzt dann weitergehen wollen an Matthias Rode. Matthias, jetzt wissen wir einigermaßen schon mal, wie wir unsere Leute ins Land bekommen. Das ist gut. Wie ist es überhaupt? Wollen wir eigentlich alles deutsche Mitarbeiter bei unserer, sagen wir mal, US-Tochter haben? Zweifelhaft. Wie gehe ich denn vor, wenn ich Führungskräfte in den USA benötige, die gerade vertrieblich, denke ich, die da werde ich nach Amerikanern schauen. Was sind deine Erfahrungen? Wie finde ich Führungskräfte? Wie suche ich sie? Kannst du uns da so ein bisschen mal einnorden ins Thema, vielleicht mal mit ein paar Beispielen? Matthias, deine Bühne. Aber wir hören dich noch nicht. Das liegt daran, weil dann jetzt... Seht ihr mich jetzt? Jetzt hören und sehen wir dich. Gut, nee, danke für die Einladung. Du hast recht, es werden nicht immer nur Deutsche in Amerika gebraucht. Es ist sowieso sehr schwierig, im Moment dort einzureisen. Aber wenn wir schon Amerikaner brauchen, auch gerade auf den höheren Führungspositionen, ist es doch sinnvoll, das hat sich herausgestellt, dass die schon so ein bisschen nordeuropäische Denke haben. Aber ich komme da im Vortrag nochmal da drauf. Ich versuche mal, den Bildschirm freizugeben. Kann man den jetzt sehen? Da haben wir es, und zwar Fullscreen. Bei mir sieht es super aus. Genau. Wie gesagt, also mein Thema ist, wie finde ich überhaupt die richtigen Führungskräfte? Was sind so ein paar Erfahrungswerte, die wir gemacht haben bei der Suche nach Führungskräften in Amerika? Und das können auf der einen Seite Locals sein, das können aber auch Expats sein. Darüber werde ich berichten. Ich bin Partner von Liebig und Partner Personalberatung, sieht man unten. In einer Zweitfunktion bin ich aber auch der Regional Director für EMEA, für Agilium Worldwide. Und das spielt eine relativ große Rolle bei der Suche nach internationalen Führungskräften, weil wir einfach gesehen haben, wenn zwei Personalberatungen zusammenarbeiten, dann kann man, ja, ich sag mal, best of both worlds erreichen. Ja? Auf der einen Seite verstehen wir als Deutsche vielleicht den deutschen Mittelstand und die Anforderungen deutlich besser als ein amerikanischer Personalberater. Auf der anderen Seite wissen wir,
nicht genau so wie die amerikanischen Kollegen, wie man die Kandidaten auf der anderen Seite sucht. Deswegen arbeiten wir in diesem Fall mit Tula zusammen. Ich gehe mal einen vor. Tula, Executive Search, die sitzen in Atlanta. Bernhard van der Lande, ich glaube, der ist auch gerade in dem Call drin, ist mein Kollege, der mich dann bei diesen Suchen unterstützt. Wie gesagt, die Vorteile, ich muss mal einmal zurück, Vorteile sind einfach, dass wir in über 30 Ländern vertreten sind mit relativ kleinen Boutique Executive Search Firms, die sich wirklich mit den gerade auch mittelständischen Firmen sehr stark auseinandersetzen und wirklich auf die Belange eingehen von den Firmen. Die Vorteile, die man dadurch einfach hat, ist, in Deutschland hat man dann wirklich nur einen Ansprechpartner für alle Suchaspekte, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, ob das die Profilerstellung ist oder die Suche selber in den Ländern oder die Bewertung der Kandidaten. Man muss sich da nicht mit drei oder vier verschiedenen Ansprechpartnern auseinandersetzen, sondern man hat, wie gesagt, einen Ansprechpartner. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir einfach bessere Kandidaten kriegen, weil wir die lokalen Kundenbedürfnisse einsetzen können oder abschätzen können. Was sucht denn so ein Unternehmen in Deutschland, in Amerika wirklich an Führungskraft? Soll es ein Local sein? Soll es ein Expat sein? Das wird sehr genau besprochen. Und was ich auch eben gerade gesagt habe, landesspezifisch gibt es ganz verschiedene Such- und Auswahlmethoden. In Deutschland können wir immer noch mit so einem Mix anzeigengestützte Suche und Direktansprache sehr erfolgreich Führungskräfte sammeln. In Italien funktioniert das zum Beispiel überhaupt nicht. Da geht es nur über Netzwerke, persönliche Bekanntschaften. Und in den USA ist es über Anzeigen auch absolut gar nicht möglich, ordentliche Leute zu kriegen. Das hatte ich gerade schon mal kurz gezeigt. Wir arbeiten, wie gesagt, in Amerika mit Bernhard van der Lande zusammen. Ein sehr erfahrener Executive Search Consultant, der sich jetzt nicht nur in Georgia auskennt, sondern landesweit auch suchen kann. Ich möchte mal auf so die vier Grundprinzipien der internationalen Personalsuche eingehen. Das erste, und das gilt nicht nur für internationale Suchen, das gilt eigentlich für alle Suchen nach Fach- und Führungskräften, ob das jetzt in Deutschland ist oder über Landesgrenzen hinaus. Das erste, was immer gemacht werden muss, und gerade bei internationalen Besetzungen ist es extrem wichtig, Modellierung des idealen Kandidaten, habe ich das mal genannt. Das heißt, wir müssen uns schon im Vorfeld sehr genau vorstellen können, was für einen Kandidaten brauchen wir denn überhaupt für die Position. Und das fängt an, wie gesagt, kann es ein Local American Guy sein oder soll es ein Expat sein aus Deutschland, den wir dann mit den verschiedenen Visa-Formen, die der Reinhard gerade vorgetragen hat, reinbringen. Aber wir müssen uns im Prinzip auch vorstellen, was soll er bewirken, wie sieht die Mitarbeiterstruktur aus, ist er der erste Mitarbeiter des deutschen Unternehmens oder des österreichischen Unternehmens im Lande oder in welcher Rolle soll er im Prinzip aktiv sein? Das ist das Erste. Wenn man diesen ersten Schritt, Modellierung des idealen Kandidaten, nicht richtig macht, findet man die richtigen Leute nicht. Dann sucht man lange, stellt viele Kandidaten vor, die dann nicht genau passen, weil man sich die Arbeit nicht gemacht hat, den idealen Kandidaten zu definieren. Im zweiten Teil geht es dann darum, die Suche und Ansprache zu organisieren. Grundsätzlich erfolgt die immer motivationsorientiert. Sie können auf die Kandidaten so lange drauf einschlagen, wie sie wollen, wenn die Kandidaten keine Motivation haben, zu wechseln. Es muss eine Motivation erkennbar sein. Das kann sein, dass der Kandidat entweder aktiv suchend ist, ja, derzeit vielleicht sein Dreijahresvertrag einer deutschen Firma ausgelaufen ist und deswegen auf der Suche ist, also aktiv suchend. Oder wir nennen das dann auch passiv suchen. Das sind dann die Leute, die noch gar nichts von ihrem Glück wissen, die wir dann über Identifikation von Unternehmen, von Kandidaten direkt ansprechen und auf spezielle Positionen hinweisen. Und das kann in Deutschland sein, das kann aber auch in den USA sein. In den USA geht es einfach ein bisschen anders als in Deutschland. Das ist so der Teil Suche, Ansprache. Ganz wichtig hier ist, dass man sich die Netzwerke, dass man die Netzwerke kennt, in denen die Leute sind, dass man die Firmen hat, dass man auch Personalberater hat, die legal das machen können. Also wenn eine Firma direkt bei dem Konkurrenten Fachkräfte abwirbt, ist das oft nicht so ethisch und auch nicht gern gesehen. So, wenn wir die erste Shortlist haben, mit 5, 6, 7 Kandidaten, whatever, geht es halt darum, das Einschätzen
des Kandidaten. Also welcher Kandidat passt am besten zu dem modellierten Idealkandidaten aus Teil 1? Und ich nenne das immer das KWP-Prinzip. Ne? Wie kann ich feststellen, dass er kann, will und passt? Ja, Reinhard, war eine Frage? Sorry, Matthias, ich habe gerade das Mikrofon ausgeschaltet, weil ich was haben wollte, aber hat technischer Fehler. Wie gesagt, der dritte Teil war dann eben die KWP-Frage. Wie können wir feststellen, dass der Kandidat das kann, was wir erwarten, dass er auch will und dass er passt? Und gerade das sind Kriterien, die in Deutschland und in den USA teilweise sehr unterschiedlich sein können. Auch dazu habe ich gleich noch ein paar Beispiele mitgebracht. Und last but not least, wenn man sich nach diesem Prozess 3 entschieden hat, was ist jetzt der Kandidat, welcher ist der Kandidat oder die Kandidatin, die man jetzt für die Position nehmen will, dann geht es zum einen um die Vertragsgestaltung, weil das auch in den USA sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird im Vergleich zu Deutschland. Und vor allen Dingen auch, es geht um die Integration der Kandidaten in den USA oder wenn eine amerikanische Firma in Deutschland sucht, auch in Deutschland. Gut, gehen wir mal ganz kurz die einzelnen Punkte durch und ich habe da einfach mal ein paar Erfahrungen mitgebracht, beziehungsweise ein paar Anregungen mitgebracht, was hier in den USA zutreffen könnte. Wie gesagt, die grundsätzliche Frage ist schon Expat oder Locals. Der Andreas hatte gesagt, so gerade Richtung Vertrieb, macht das oft keinen Sinn, Expats aus Deutschland nach Amerika zu schicken, um dort den Vertrieb aufzubauen. Funktioniert nicht. Die Amerikaner denken und handeln im Vertrieb einfach ganz anders und da braucht man Locals. Wenn man allerdings jetzt eine deutsche Firma oder eine österreichische Firma oder eine europäische Firma ist, die zum ersten Mal einen Standort aufbaut, ist es oftmals wirklich sinnvoll, über Expats nachzudenken, um dort einfach auch das Interesse des Unternehmens in Amerika richtig abdecken zu können. Was wir oft gesehen haben, wenn wir Locals nehmen als Geschäftsführer, als ersten Geschäftsführer einer Unternehmung, der noch nie in Deutschland gearbeitet hat oder für das Unternehmen gearbeitet hat, da haben wir oft sehr problematische Fälle gesehen, die dann im Prinzip das deutsche Unternehmen nicht ordentlich in den USA vertreten haben. Wir haben sowieso, der zweite Punkt, das Problem, dass wir Einreisebeschränkungen haben. Darüber hat der Reinhard schon einiges gesagt. Das führt sowieso dazu, dass wir eher jetzt auch Locals suchen müssen, wo wir früher vielleicht Experts hätten einsetzen können. Auf der anderen Seite müssen wir mit Erfahrung in den Suchen auch sehen, diese guten Locals, die Erfahrung mit nordeuropäischen Unternehmen oder vielleicht auch gerade mit deutschen Unternehmen haben, sind derzeit extrem rar gesät. Und dementsprechend auch teuer. Ja, also es war vor 2-3 Jahren ein bisschen anders, als die Mischung ein bisschen besser war, aber gute Expats, die gerade den deutschen Mittelstand verstehen und die Anforderungen, also dass man auch durch das Werk geht morgens um 7 Uhr mal und mit den Mitarbeitern täglich redet, ist eher die sind eher rar und lassen sich das auch bezahlen. Eine ganz wichtige Sache, die wir gemerkt haben, gerade bei der Modellierung der Idealkandidaten ist zu sehen, wie ist die Aufteilung der Aufgaben. Ich sage mal, jeder Manager, der muss 4 Sachen gut können. Der muss strategisch handeln und denken können. Der muss führen können und neue Mitarbeiter einstellen können. Der muss teilweise operationell mitarbeiten. Gerade im deutschen Mittelstand ist das ein sehr wichtiges Kriterium. Und der muss Zahlen, Daten, Fakten können, also Budgets erstellen. Der muss KPIs vielleicht erstellen können. Und bevor man mit einer Suche anfängt, muss man unbedingt mal abklären, wie viel Prozent der Arbeitszeit oder wie viel Prozent der Attention soll auf Strategie gelegt werden, wie viel auf Führung, wie viel auf operationelle Mitarbeit und wie viel auf Zahlen, Daten, Fakten. Dementsprechend kommen ganz andere Leute bei raus. Beispiele, ich suche manchmal Leute, die sollen, sag ich mal, ein verkorkstes Unternehmen, das jemand aufgebaut hat in den USA, vollkommen neu aufstellen und dazu müssen sie sehr viel Erfahrung mit der Führung haben oder eine Einstellung von neuen Leuten. Es gibt andere, die überhaupt mal die strategische Ausrichtung des Unternehmens abschätzen sollen. Die müssen dann eben eine Gewichtung auf Strategie haben. Was wir sehen in anglikanischen Ländern, inklusive auch gerade in den USA, wenn man jemanden sucht, der gut operationell gearbeitet hat. In Deutschland ist das denn so, dass er dann auch irgendwann mal eine Führungsposition kriegt und seine Mitarbeiter führt. In den USA ist es oft, sobald er denn Manager ist, lässt er alles
stehen und liegen und die operationelle Mitarbeit wird einfach gar nicht mehr gemacht. Anderes Phänomen, was wir sehen, ist eben Zahlendaten, Fakten in den USA wird wesentlich stärker berücksichtigt als in Deutschland. Also ich habe Unternehmen gesehen, die Daily P&Ls machen, um einfach genau zu wissen, wo wir stehen. Ich will ein bisschen schneller durchgehen vielleicht. Attraktivitätsfaktoren des Unternehmens sind vorher zu definieren. Warum sollte ein amerikanischer Manager jetzt unbedingt zu dem kleinen Mittelständler aus Deutschland gehen, der sein Geschäft neu in Amerika aufbauen will? Das ist gar nicht so einfach und das muss im Vorfeld abgesprochen werden. Was sind wirklich die strategischen Attraktivitätsfaktoren des Unternehmens? Und eins könnte zum Beispiel Gehalt sein und dort habe ich die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland die Gehälter des Managements auch teilweise wirklich unterschätzt werden. Also was in Deutschland für vielleicht 120.000 honoriert wird, muss man in Amerika 200 plus X drauflegen. Also wichtig, die Zusammenfassung dieser Slide eigentlich, Idealprofil unbedingt wichtig für die Suche, weil wenn wir das nicht haben, dann suchen wir falsch und finden die falschen Kandidaten. Gehen wir mal in den Bereich Suche über, das heißt, wir haben den Idealkandidaten definiert und wissen, wen wir suchen. Dann ist auf alle Fälle auch zu klären, was sind jetzt wirklich die Prioritäten der Suche? Und ich nenne das immer Zeit, Qualität, Kosten, das kennen die Produktioner unter uns gut, also das ist das magische Dreieck. Und auch bei der Personalsuche gilt das. Soll ich jetzt auf Zeit suchen? Soll ich innerhalb von 2 Wochen einen Kandidaten finden? Der ist dann vielleicht von der Qualität nicht ganz so gut und kostet vielleicht mehr, weil es vielleicht ein Interimsmanager ist. Soll ich nach der Qualität suchen? Das heißt, wir suchen genau den Idealkandidaten, den wir definiert haben in der Stufe 1. Dann kann es sein, dass es sehr lange dauert, dass es auf die Zeit geht oder dass der Kandidat teuer ist. Oder soll ich wirklich den General Manager für $100.000 in Amerika suchen? Das kann sein, dass dann die Zeit hochgeht und die Qualität runter. Ja? Also das soll im Vorfeld wirklich besprochen werden. Was erwartet denn der Kunde oder der Mandant bei der Personalsuche? Wenn wir das definiert haben, haben wir schon viele Probleme ausgereizt. Such- und Auswahlmethoden in den USA, glaube, hatte ich kurz vorher schon mal angesprochen, unterscheiden sich deutlich voneinander. In Deutschland agieren wir immer noch sehr stark und das funktioniert auch immer noch gut, gerade jetzt in der Corona-Zeit, mit so einem gemischten, anzeigengestützten Direktansprache. Das heißt, wir versuchen die aktiv suchenden Kandidaten über sehr professionelle Anzeigen in den Online-Börsen abzufangen und zusätzlich aber auch Kandidaten aus Zielfirmen anzusprechen. Unsere Erfahrung in Amerika ist, dass dieser anzeigengestützte Weg überhaupt nicht funktioniert. Post and Pray kriegt man wirklich nur Leute, die man vielleicht nicht einstellen will. Wesentlich wichtiger sind dagegen berufliche private Netzwerke, Direktansprachen, Weiterempfehlungen. In diesem Bereich muss man sehr stark arbeiten. Zusätzlich wichtig ist, der Markt, hatte ich schon gesagt, ist sehr begrenzt an guten Führungskräften, die für deutsche Unternehmen taugen. Aber die Wechselwilligkeit ist deutlich höher. Und durch diese Wechselwilligkeit kriegt man vielleicht schneller Führungskräfte als hier in Deutschland. Ein ganz wichtiger Punkt auch bei der Suche ist, gerade weil die Wechselwilligkeit der Manager höher ist und die amerikanischen Manager nicht so eine große Attention Span haben und auch keine großen Kündigungsfristen, muss die Suche schnell abgearbeitet werden. Also ich habe hier in Deutschland teilweise Suchen, die 3, 4, 5 Monate dauern, weil man einfach keine Termine zusammenkriegt. In Amerika ist das tödlich. Also hier müssen wir schnell reagieren, sobald eine Shortlist da ist, müssen die Kandidaten zu Interviews eingeladen werden, müssen auch Entscheidungen getroffen werden und es muss dann auch die Möglichkeit gegeben werden zu einem Face-to-Face-Meeting. Einschätzung von können, wollen und passen, das heißt, wir haben die Shortlist jetzt fertiggestellt, suchen jetzt die richtigen Kandidaten. Wobei wir hier wirklich aufpassen müssen in den USA ist, vertraue keinem CV, den du nicht, bla bla bla. Unsere Erfahrung ist, dass ungefähr 1/3 der CVs, gerade von amerikanischen Bewerbern, falsche Informationen enthalten, um nicht zu sagen, dass sie teilweise auch gefälscht sind. Also ich habe schon CVs gesehen, wo der gleiche Kandidat zur gleichen Zeit einmal bei Ford gearbeitet hat und einmal bei General Motors. Also da muss man extrem nachgucken. Es gibt keine Zeugnisse wie in Deutschland, also von daher ist das auch ein bisschen aufwendiger Prozess. Man muss
mindestens 3 Referenzen einholen über die Kandidaten, um sich überhaupt mal sicher, um überhaupt sicherzustellen, dass die Angaben, die auch im CV stehen, stimmen und auch passen. Die Qualifikation der Mitarbeiter ist oft deutlich geringer als in Deutschland, haben wir festgestellt. Dafür stellen sich die Kandidaten aber im Prinzip sehr, sehr selbstsicher da, sind Meister im Selbstmarketing. Das haben die in der Schule teilweise schon gelernt, Show and Tell. Das können die sehr gut. Manchmal sieht man das auch bei den Bewerbungen. Ich habe Kandidaten für Geschäftsführerpositionen, die haben dann das Harvard Business Review hinter sich aufgestellt. Wenn man mal ein Foto macht und reinguckt, dann sind das die Ausgaben von 1979. Also das heißt, die haben das einfach nur hingestellt, um besseren Eindruck zu machen. Bei den Abschlüssen muss man sich die Universities und Degrees genau angucken, weil die sind sehr stark verteilt. Es gibt sehr schwache Universitäten, aber auch extrem gute. Deutschland ist da eher middle of the road. Viele berufliche Wechsel sind positiv gesehen. Das heißt, bei der Auswahl der Kandidaten muss darauf geachtet werden, dass das nicht als Manko verstanden wird. Und andere Punkte gehe ich mal kurz drauf ein. Non-Discrimination, ganz wichtig. Also man kann nicht wegen Alter, Gehalt, Familienstand diskriminieren. Man kann sogar noch nicht mal nach dem Gehalt während eines Interviews fragen, geschweige denn vom Alter, Religion oder sonstigen Sachen. Auch sehr direkte Kommunikation, die wir hier in Deutschland pflegen, kommt manchmal bei den Kandidaten nicht gut an und man muss da ein bisschen vorsichtig sein. So, das ist die Phase 3. Also nachdem wir die Shortlist haben, haben wir jetzt das Können, Wollen, Passen der Kandidaten abgeprüft. Das entweder über, was er schon gezeigt hat, Persönlichkeitsanalysen oder Zukunftsperspektiven. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Und jetzt kommen wir so zu dem Stadium der Vertragsgestaltung und Integration, was wir oft einfach sehen. In den USA gibt es keine Arbeitsverträge, Letter of Intent, Employee Handbooks und verschiedene andere Systeme. Was die deutschen Unternehmen nicht so sehen, sind soziale Absicherungssysteme und die Benefits unterscheiden sich sehr deutlich. Ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal drauf in einem speziellen Talk. Für Expats ist es dann oft überraschend, dass sie nur 10 Tage Urlaub kriegen, die dann aber durch Personal Days oder Floating Holidays wieder ausgeglichen kriegen. Unsere Empfehlung ist da, die Verträge einfach durch die Rechtsanwälte zu erstellen. Das können wir auch in der Beratung hier nicht machen. Dafür sind die Rechtsanwälte geschult und da geht man einfach auf Nummer sicher. Bei der Integration haben wir die Erfahrung gemacht, gerade wenn das Unternehmen sind, die ersten Mitarbeiter in die USA schicken, dass Expat-Agenturen sinnvoll sind, weil dann der Mitarbeiter schnell auf Speed gebracht wird und die Familie auch, wenn die Familie mitkommt, schnell integriert werden kann. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wir sind mit Kindern in die USA eingereist und wir haben erstmal ein Haus gesucht und dann die Schule oder wollten das machen und da hat uns die Maklerin ganz schnell auf die Finger geschlagen, hat gesagt, erst die Schulen aussuchen und dann das Haus, selbst wenn es teurer ist, weil da gibt es extreme Unterschiede. Wir haben unsere Kredithistorie in Deutschland zählt einfach in Amerika nicht, wenn sie bei Macy's was einkaufen, mit Kreditkarte bezahlen wollen und dann einen Rabatt kriegen auf ihre Kreditkarte, funktioniert einfach nicht, weil die Credit History nicht anerkannt wird und Integration von Kindern in Sportvereine ist ganz anders in Amerika als hier in Deutschland. Was ich erfahren habe oder was wir heute auch feststellen, für Expats, die HR-Manager in den USA sind deutlich arbeitnehmerfreundlicher. Also man kann sich an die wenden, wenn man auch Hilfe braucht. Das ist in Deutschland oft gar nicht so oder weniger so, sage ich mal. In den USA ist das extrem, ist das ein guter Tipp, also zu den HR-Manager zu gehen und um Unterstützung zu beten. Einarbeitungspläne sieht man selten. Wichtig ist, die Erfolgskriterien schon mal bei Beginn der Tätigkeit zu definieren, um so ein Roadmap zu haben, wo man lang gehen will. Und eine Betreuung durch einen Mentor, haben wir gesehen, ist auch sehr sinnvoll, um die ersten Schritte in den USA dann zu machen. Das mal so ein paar Anmerkungen zu den verschiedenen Stufen der Suche, die wir sehen. Hier sind noch ein paar Beispiele von Positionen, die wir in letzter Zeit besetzt haben. Das fängt an von Geschäftsführern für deutsche Firmen bis hin aber auch Logistikleitern, Senior Engineers und so weiter. Da haben wir das gesamte Spektrum.
die Berater, die bei uns im Agilium-Netzwerk arbeiten, sind auch eher Generalisten, deren Kenntnisse ist es eigentlich nicht jetzt branchenspezifisch zu arbeiten, sondern zu wissen, wie man die richtigen Leute sucht, findet und integriert und auch bewertet. Und dazu habe ich einfach mal drei Beispiele mitgebracht als Case Studies, weil jede Suche ist eine eigene Reise und hat eine eigene Challenge. In dem ersten Beispiel geht es um so ein mittelständisches Unternehmen aus dem Bereich von CMOS-Kameras. Die Challenge steht oben, ist eigentlich eine neue Organisation bei ihr aufzubauen und jemand dafür zu finden, weil der mittelständische Eigentümer hatte einen Bekannten dorthin geschickt, der sich eigentlich in Deutschland gut bewährt hatte und auch Englisch sprechen konnte, aber he made a total mess out of it. So, hier ging es dann bei der Position, dass die gesamte Organisation neu aufgesetzt werden musste. Der Vorgänger hatte keine kaufmännischen vertrieblichen Abläufe eingeführt und der Umsatz ging Richtung Süden und der musste zumindest mal stabilisiert werden und natürlich am besten auch gesteigert werden. So auch in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in Amerika konnten wir da wirklich einen erfahrenen Expert aus der Elektronikindustrie finden, der auch eine Green Card damals hatte und dann relativ schnell anfangen konnte und der hat das Unternehmen eigentlich mit seiner Seniorität und Erfahrung wieder auf Fahrt gebracht. Also wie gesagt, hier, das sieht man aber auch oft, ein Bekannter wird hingeschickt, bau mal die Organisation in den USA, den Vertrieb in den USA auf, funktioniert oft nicht. Auch gerade Vertrieb und ein Deutscher, der Vertrieb aufbauen soll, funktioniert oft auch nicht. Zweite Case Study, die wir haben für einen Hersteller von Verbindungstechnologie in Künzelsau, können sich vielleicht vorstellen, wer es sein kann. Eigentlich ein guter Kunde von uns. Die haben für eine Tochterfirma in den USA einen General Manager gesucht, der dann auch für Umsatzwachstum sorgen sollte. Verbesserung des Berichtswesens an die deutsche Zentrale. Wie gesagt, die haben sehr stark Wert auf Vertrieb gelegt, haben dort dann auch entsprechend einen US-Manager gesucht, den wir auch mit unseren Kollegen gefunden haben. Ich habe diese Challenge schon ein bisschen genannt. Viele Köche verderben den Brei, weil gerade bei den Großen, und Würth sieht sich ja immer noch, ich durfte jetzt nicht sagen den Namen, aber die Firma sieht sich ja immer noch als großer Mittelständler. Da war einfach das Problem bei den Entscheidungswegen. Ja. Zuerst musste der abgesegnet werden in Künzelsau, dann gab es nochmal einen Leiter HR irgendwo anders in Deutschland, dann musste der General Manager des Unternehmens in den USA nochmal ein Assessment machen und dann die lokale HR-Direktorin und das mögen die amerikanischen Manager überhaupt nicht, wenn da kein Zug drin ist und der gesamte Prozess einfach zu lange dauert. Und das dritte Beispiel einfach mal, hier geht es mehr um hochspezialisierten Experten für Familienbetrieb, spielt ein bisschen auf das Thema ein, Attraktivitätsfaktoren, warum sollte denn ein lokaler US-Manager für so einen kleinen deutschen Familienbetrieb in den USA arbeiten, was sind denn die Attraktivitätsfaktoren? Oftmals ist es eben nicht das Gehalt, weil die dort nicht mithalten können mit den lokalen Organisationen. Und dementsprechend müssen wir dort ganz anders suchen, um diese Leute überhaupt mal zu identifizieren. Die gibt es, ja, aber man muss sehr tief graben, um die Leute zu finden, sie dann auch zu motivieren, zu dieser Firma zu wechseln und vor allen Dingen auch die Integration sicherzustellen, dass diese Manager dann auch bei dieser kleineren familiengeführten Unternehmung zufrieden sind. Auch hier haben wir dann einen lokalen Chemieingenieur gefunden, der sehr gut vernetzt war und der genau diese Deutschland-Erfahrung mitbrachte, die wir da gesucht haben. Das war so mal das dritte Beispiel, aber wie gesagt, jede Suche ist anders. Wie gesagt, wir sind eher kleinere Personalberatungen, die wirklich individuell auf die Anforderungen und die Ziele der Unternehmen eingehen. Also von daher funktioniert das ganz gut. Ein bisschen Werbung zum Schluss noch. Wie gesagt, wir lassen uns auch messen, sind jetzt seit fast 10 Jahren im Prinzip ständig mit irgendwelchen Awards auch ausgezeichnet worden. Gerade auch, weil wir sehr viel im internationalen Bereich machen. Und hier mal ein ganz kurzer Abriss unserer Kunden.
wie man sieht, sehr stark mittelstandsorientiert. Dort suchen wir hauptsächlich, sag ich mal, auf der ersten, zweiten Ebene Fach- und Führungskräfte, sehr stark international orientiert. Also ich besetze ungefähr 50% meiner Positionen sind internationale Besetzungen. Sehr stark in Deutschland auch derzeit Nachfolge suchen. Also die funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Dort wird immer gemeckert, Mensch, wir finden gar keine Nachfolger für unsere familiengeführten Unternehmen. Auch das ist möglich, wenn man diese Systematik im Prinzip anwendet. So, das ist auch schon für heute mein Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit. Gerne jetzt Fragen stellen im Chat. Die muss ich mal hier einstellen. Beziehungsweise, ich glaube, Sie kriegen ja auch die Folien. Sie können mich gerne kontaktieren oder Bernhard van der Landen. Wie gesagt, der sitzt in Atlanta. Und wie gesagt, diese Suchen, können Sie mich sehen? Ich habe jetzt die Präsentation ausgestellt. Sie sehen dich noch, ja. Ja, wie gesagt, die Suchen funktionieren jetzt nicht nur in eine Richtung von Deutschland nach USA, sondern auch von den USA nach Deutschland. Dort haben wir auch Suchen, beziehungsweise wir sind ja so vernetzt, dass wir 30 Firmen haben weltweit. Und da können wir im Prinzip global unterstützen. Ich habe gerade eine aktuelle Suche für einen Aluminiumhersteller aus Dänemark, der in Deutschland jetzt in die Automobilindustrie will. Also da funktioniert eben diese bilaterale Zusammenarbeit extrem gut. Wunderbar, Matthias, dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank für deine Präsentation. Ich war zweimal zwischendurch raus, deshalb unterbrich mich sofort, wenn du was dazu gesagt hast. Zur Vertragsgestaltung, ich sehe es erstaunlicherweise immer wieder mal, dass deutsche Anstellungsverträge, Geschäftsführer-Anstellungsverträge so ihren Weg finden zu amerikanischen Führungskräften. Als Anwalt bin ich dann immer ganz überrascht. Du hast das auch schon erlebt, entnehme ich deinem Nicken. Was ist dazu zu sagen aus deiner Sicht? Ich glaube, ich hatte es im Vortrag schon gesagt, das ist auch ein bisschen Lehrgeld, das wir auch bezahlen mussten. Aus so einer Gütigkeit haben wir dann teilweise auch beraten mit Verträgen für Manager in den USA und haben dann auch manchmal eine blaue Nase gekriegt. Also von daher sage ich, okay, wir sind eigentlich keine Rechtsanwälte, keine Rechtsberater. Bitte die Verträge über die Rechtsanwälte machen. Also das sehe ich aber auch in Deutschland. Theoretisch dürfen wir es nicht. Wir haben nicht das Recht, Vertragsgestaltung zu erstellen. Dort arbeiten wir einfach mit Rechtsanwaltskanzleien zusammen, die dann die Verträge machen. Das sind ja in Deutschland oft Standardverträge. In den USA muss es schon angepasst werden. Und man muss dann auch eben die Expertverträge angucken. Das sind ja auch spezielle Arten von Verträgen, die man zumindest mal durchgehen sollte mit einem Rechtsanwalt. Genau, also wäre auch mein Hinweis, Obacht, bitte nicht übersetzen. Es ist halt einfach ein gänzlich anderes System, da hast du ja was zugesagt. Vielleicht noch eine Frage, die hier im Chat gerade noch hochkommt. Kannst du was dazu sagen, wie lang es üblicherweise, typischerweise, ist natürlich individuell verschieden, aber wie lange dauert so eine Executive Search und was für Kosten? Das kommt immer darauf an. Ich hatte ja so ein bisschen das magische Dreieck skizziert. Also wir können priorisieren auf Zeit. Also wir können, wenn man will, in 3-4 Wochen kann man jemanden kriegen. Ja, aber das sind dann vielleicht Interimsmanager und die Qualität der Leute ist nicht so gut. Ne? Typischerweise dauert so eine Suche international, würde ich sagen, zwischen 6 bis 8 Wochen, bis wir die erste Shortlist zusammen haben, wenn wir starke Direktansprache machen müssen. Und dann kommt es immer darauf an, wie schnell die Leute denn, wie schnell die Bewerbungsgespräche abgearbeitet werden. Ja? Terminfindung, gerade auf höheren Ebenen, ist es schwieriger als auf niedrigen Ebenen. Und dann kommt es eben darauf an, wenn es ein Expert ist und der wird von einer anderen Firma geholt, wie lange sind die Kündigungsfristen? Ja, intern ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber so 3 Monate, ab 3 Monaten muss man in guten Zeiten rechnen. Jetzt mit Corona, Einreisebeschränkungen ist schwieriger. Grundsätzlich sind die Suchzeiten in Amerika ein bisschen kürzer als in Deutschland, auch weil die Kündigungsfristen einfach deutlich kürzer sind. Und die Wechselwilligkeit, also wenn man mal Kandidaten hat, die wechseln wollen, die wechseln dann auch schneller. Okay, thank you again. There are a few more questions, maybe you have a look in the chat, but I see Pam is with us and I don't want her to wait for too long. And especially having in mind that tax is might be a topic that needs some time and that leads to some questions. So you all know
Pam already. Thank you again, Matthias. Welcome back, Pam. And we're looking forward to your presentation and your introduction into US taxation. You are there. I think I can hear you. Can I hear you? Hi, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, good. I'm going to try to share my screen real quick, so just give me one sec. Sure. Move my presentation around. While you're working on it, just one little question, going back to Matthias. Do you also do searches in Canada and Mexico, by the way? Ja, wir haben ja das internationale Netzwerk, und die Suchen sind auch ganz anders als in den USA. Also da würden wir dann eben mit den kanadischen Kollegen bzw. den mexikanischen Kollegen zusammenarbeiten. Funktioniert aber ähnlich, und man hat eben die beiden Sichten, ne? Also wir verstehen den Mittelstand, die Anforderungen, und in Mexiko wird wieder ganz anders gesucht als in Amerika und in Kanada auch. Ja. Okay, Pam is back, and I can see your screen. Is you can see it? Okay. If you can make it bigger, if you can see it still. Can you see it now? I can see it. And I'm happy with it. Where I can see it on it. No, it up to full screen. Yeah, that's better. Okay. All right. We should be good if you all can see it now. I don't have any other remarks. I can see it, so I think everybody can see it. Yeah, I can see it. Go ahead. Okay, great. All right, so I'll go ahead and get started. We're going to talk today about market entry and U.S. taxation. I'll sort of briefly open with sort of who Elliot Davis is. I work with Elliot Davis in our international tax department. As I've mentioned, I spent over 10 years working with mainly German corporations that are coming to the United States and that have a foreign subsidiary in the US. Elliot Davis is basically agnostic to location in the US. We serve clients all over the US, but our physical locations are centralized in the Southeast. We recently celebrated our centennial anniversary just in 2020. And our core services revolve around consulting, tax, and audit and assurance. So sort of a traditional type public accounting firm in the US, those are our main services. And then we have a lot of other ancillary services that we provide. And in terms of just our global presence, we are part of a global connection called MORE. So you may know MORE, tax provider in Germany. They're all independently managed, but the affiliation gives us access to sort of global tax resources and audit resources around the world. So today I want to talk about market entry. So coming to the United States for the first time, what are some things that you're going to encounter? And how do you manage your risk when you get here? And what are some of the differences between tax in Germany and tax in the United States? So we'll talk about some of the jurisdictions from the US perspective, the idea of creating a taxable presence in the US for the first time, which is called permanent establishment. And then sort of our typical US market entry phases. So what we see in terms of businesses coming here and establishing their presence, and sort of the phases that they go through to become a successful business, fully established and independent in the US. We'll talk about the typical choice for entity legal form for tax purposes, and then some tax types and state tax, which is can be quite broad and sometimes complicated. And then special rules for interest, expense, and then a little bit on our tax landscape. So looking at the United States, the question is always who has the authority to tax, whether that be income or property, sales, who has the authority to tax? So we have basically three jurisdictions that can tax you. So as opposed to just having a country level tax,
which is our federal equivalent. The federal taxation is the first sort of bucket, and then diving deeper down, all 50 states, depending on your level of activity in those states, could potentially tax you. And then further than that, within those states, any local jurisdictions like a county or a city could potentially have the right to tax you as well, whether that be property or income or sales. So the federal income tax rate is a 21% flat tax rate as of right now. There are proposals under the new Biden administration that that rate will go up. And since the Senate and the House are controlled by the Democratic Party, it is very possible that we will see this rate go up over the course of the next 4 years. But as of right now, it is 21%. We have typically run on a worldwide taxation regime, which means that if you're taxable here in the United States, you're taxable on everything that you have all over the world. But with the Tax Cut and Jobs Act, if you were a business that owned something outside of the United States, then there's a participation exemption on dividends that are repatriated back to the U.S. But that's only if you have a subsidiary that owns something else outside the U.S. So this is just a quick sneak peek at the state income tax. State tax rates are generally between 5 and 9%. It's not on all of your income unless all of your income is apportioned or belongs in that particular state. So it would be 5 to 9% on the income that gets attributed to each state. You can have one or you can have all 50, just depends on what your facts and circumstances are. There are some states that don't have an income tax. Ohio has a commercial activity tax. Texas has a gross receipts tax. Michigan has a gross receipts tax. So some states, I think the one thing that I have realized when companies come to the US for the first time is just how overwhelming state tax can be. And I think it's because we are so large, and to do business in the US, you basically have permission to go all over the US. But depending on where you're actually operating a trader business or getting sales, will depend on where you end up filing a state tax return and what you will end up having to pay in those states and what type of tax you might have to pay. So state taxes can be pretty overwhelming at first, particularly in the sense that all state taxes are different. Almost none of the states are exactly the same, either via tax rate or rules, or returns. And that's not to scare you. That's just basically to note that it can be really something that's different that you wouldn't have to think about in Germany that you will have to think about in the United States. So the sort of the first entryway to being taxable in the US is the question of whether you're operating a trader business. Now, that question arises if there is a parent or a German entity that's performing either services or has US-based customers. The question will come up, do I have a US trader business? Am I taxable here? There is no comprehensive definition of a US trader business. It's largely defined by case law. So the IRS, basically, the IRS, which is our federal taxing authority, has the right to be subjective in whether they have determined if you have a trader business. But in essence, it's considerable, continuous, and regular activity that constitutes a trader business. So on its underlying premise, we have statutory law, which is, do you operate a trader business? And then on top of that, we have the US-Germany Income Tax Treaty, which allows for beneficial tax treatment if you haven't stepped outside what the treaty would offer.
So permanent establishment is the idea of becoming taxable in the United States for the first time. And it's the level of activity that a foreign person creates taxable presence here and would need to file a tax return and pay income tax in the United States. Many things can create it, even under application of the German-US income tax treaty, such as temporarily relocating a foreign business to the United States, whether that be an office or a person that is here that might be closing contracts in the United States. That's typically one thing that will establish that bright line of taxation. Or even a foreign parent company that sends someone over but operates as the main decision maker so that the US business is not really viewed as a standalone entity. Or employees of the foreign parent company or the foreign company coming regularly and performing services, installation, consulting, servicing machines, anything that would be seen as boots on the ground on a regular basis can potentially break the benefits established by the treaty. So in the first couple of years when businesses are coming to the United States and they do have US customers, that doesn't necessarily mean they're automatically taxable in the US. You just have to watch some of your thresholds. And so what we typically advise is that a foreign entity that is doing business in the US go ahead and claim treaty benefits proactively. If you do not claim the benefits of the German-US income tax treaty or any treaty really, then it doesn't apply. So just because the treaty exists doesn't mean that you get the benefits of the treaty if you don't actually claim them with the IRS. If a company is doing business in the United States and is not claiming a protective position in the return in the United States and they are found, then the US would basically tax the gross income and disallow any expenses against that income. So you could be selling machines into the United States and actually losing money on those machines, and you would still have to pay tax against the gross instead of the net because you hadn't proactively claimed the treaty benefits ahead of time or filed a tax return. And any time you have income that is in excess of $500,000 that would otherwise be constitute U.S. source income, you should file a protective return. In terms of accounting, so the base for accounting standards is United States Generally Accepted Accounting Principles, also known as U.S. GAAP. We don't have a mandate for audits. There is no commercial register. Public companies that are publicly traded in the US do require audits, and then sometimes creditors would require an audited financial statement if you have a loan with a bank. But if you have established a US subsidiary here and you just have intercompany loans, you're being funded via debt by your parent company, then there is no requirement to have an audit. And you can file your taxes on US GAAP, or you can file them on German GAAP or IFRS. So there really is no requirement to have any type of assurance or auditing done unless you wanted it internally or there was some other reason that your bank might need it, or if you received incentives in the United States and maybe a local government would need it. So just looking at some of the market entry phases. So phase one, which is your brand new startup. So you're starting either exporting or establishing markets in the US through the use of either an independent person or distributors, or maybe you're sending someone here, but it's very minimal and all the contracts are being closed in Germany and not in the United States, then there really is no permanent establishment. There's no taxable presence. You're not taxable in the US. So things to consider are what your business plan is when you come to the US market, mindful that of who you have and how long they are in the United States.
some of the export benefits and foreign currency issues. You're probably just realizing some of the state issues and how different things can be in every state. And that's sort of what we see typically as phase one. And then phase two, the U.S. sales have grown. The marketing function is being brought in-house, and then employees of the company are traveling to the U.S. They're identifying customers. They may be displaying inventory, negotiating sales agreements. This doesn't necessarily establish taxable presence right away, but be careful, because salespeople that close and approve contracts can create permanent establishment, and depending how long people are there, can cross that sort of threshold and be viewed as taxable in the United States. But assuming it's a minimal amount, then you're still not taxable. So you're probably thinking about liability protection, where your human resources are coming from, how you're staffing jobs, looking at filing the protective return and establishing your claim on treaty benefits. And sort of the next step we see is there's enough sales that the company wants to establish a U.S. subsidiary, and they want to establish a U.S. office. And so when upon establishing a new entity in the United States, that new entity would obviously be taxable in the U.S. And then it's just a matter of trying to move any contracts from the foreign company home mother country to the U.S. so that the entity that's already taxable in the U.S. can have the exposure and the German company can stay out of the tax regime. So there might be treaty benefits to claim for the parent company. You're looking at your U.S. structure, what type, how you want to be taxed. Is there any transfer pricing consideration? So what you charge in between the two entities matters now. Because depending on where you let your income sit, depends on where it's taxed. And I can tell you that Germany and the United States both care that they tax as much as they can. So what you charge between those two entities will matter. And then where your cash flow needs are will matter too. So just establishing how to get money back and forth between those entities and what's acceptable under the tax regimes that you charge between those two entities. And then sort of phase four, you know, you have a fully integrated U.S. presence or distribution, corporate office or manufacturing facility. You're fully established. You have tax returns filed for your U.S. branch or subsidiary. And some considerations there are just, again, human resources. Are you sending people from Germany over that need to support your U.S. company? And what is their taxation going to look like from an individual standpoint? And how you can you train people in the U.S. to do what you need them to do? Or do you have specific skills and knowledge in Germany that would be required to send over to the U.S. for your business to be successful? And just managing their tax in the U.S. since many of them would ultimately want to retire in Germany and not retire in the United States. So there's tax planning that you can do to get people over here. And I'm sure Reinhard and everyone's talking about visas. You know, those are important conversations that we have together to make sure that the people who are working in the United States are on the correct visa and can pay tax while they're here as needed, and then hopefully go back home with little to no stress about it. So if we're back up a little bit and we're talking about just establishing a U.S. entity for the first time, the conversation comes up, which is which entity type should I be? So these are the entity types that are available. So a corporation is taxed as a separate legal entity, and they're taxed at the entity level. They're not taxed at the owner level. So profits do not automatically flow through to the owners until a dividend is issued, and it's what we call a per se corporation. Every country has a per se corporation, which is basically an entity that is taxed within itself and not taxed at the owner level. But there are two layers
of taxation. So once you issue the dividend, then the dividend would be taxed at whatever entity or individual level who'd received it. There is also a partnership, which is a flow-through entity to the owners, and the foreign owners are withheld at the maximum tax rate at the partnership level in the United States. The idea around that is if you have profits that are earned in the United States and flow through to foreign individuals or a foreign company, then before that money leaves the United States, the IRS has basically said they want to get their fair share before the money goes. So they require that you withhold the maximum tax rate amount in the United States, and then those foreign partners have to come file a tax return in the United States to get their share of tax back if it wasn't something that was really owed to the US. I don't see a lot of partnerships with set up when you're establishing your US subsidiary, mainly because of that flow through and how it exposes the foreign owners to the US tax regime. Typically what I see is that entities want to keep their US subsidiary separate from the German business. Lastly is an LLC, which is a hybrid entity. It can be a flow through or it can be taxed as a corporation, which is its own separate entity. We often talk to Reinhard about businesses that want to set up as an LLC from a legal perspective. They like the LLC and the benefits that it gives them from the legal perspective. And then from the tax perspective, they can choose to be either or. So we see a lot of LLCs decide to check the box and to become a per se corporation and taxed as a separate legal entity in the US. So those are some of the options. It all depends on facts and circumstances, what you want to do, what your goals are for cash flow and long-term vision for the company. But that's a lot of our common choice that we see. If you choose to be an LLC and you don't check the box and it's a wholly owned LLC, then it defaults to a branch. And a branch is basically a disregarded entity for tax purposes, which means that the IRS doesn't see the branch at all. It only sees the parent company, and the parent company is who pays tax in the United States. And you basically carve out your US business, and you can be subject to what's called a branch profits tax. So the tax is levied on the profits of the branch, but you're filing as the parent company. It can be a little complicated, so I won't go into all of the specific nuances of it unless you are looking into that particular circumstance. But just know that if you have 100% ownership in an LLC and you don't check the box, that you basically default to being a disregarded entity and the German company becomes the taxpayer. And you can have these different like allocations that you would need to do to carve out the US trader business piece for the IRS. Usually we see companies check the box. So moving on into what types of tax that you can run into in the US, obviously the first one is on income. So if you're profitable in the United States, you would have a tax on income. And then we have a franchise tax, which is basically a right to do business tax with at the state level. So if you have registered to do business in a state and it has a franchise tax, then whether or not you have made a sale in that state, you have the right to do business in that state, so you might have a franchise tax. Those are typically pretty minimal, a couple hundred dollars, but there are some states where if you have property there, then your franchise tax is gonna go up. Sales and use tax is when you're selling to an end user. So we do not have VAT tax in the US.
We have a sales and use tax, and the sales tax is basically if you're selling to an end user, then you would be required to withhold tax from that sale and remit it to the IRS. If you are not selling to an end user, you would be required to gain what we call exemption certificates from sales tax and monitor those. And then you might still have a sales tax return at the state level that you're doing business in. And I'll talk a little bit more about that later. An excise tax is not a ton of states have this, but it's essentially also a right to do business tax. It functions a little bit differently than the franchise, but I would say the franchise and the excise taxes are pretty similar. Property is pretty straightforward. It's based on the value of your property, your real or intangible property in the state. All the rates vary and how they calculate depreciation varies. Payroll tax is at the can be at the federal and the state level, depending on what state your employee lives in. So typically the employer portion of withholding tax for a U.S. employee is around 7.5% and can go up depending on the state that your employee is in. And then withholding tax is sort of a global tax, if you will. So that regime sort of exists everywhere, but it's when you make payments that are on a withholdable type of income outside of the United States. Absence of treaty, the withholding tax rate is 30%. And then you have to file a few forms if you do apply for a treaty to claim it in the United States. So taking just a little bit deeper dive into state income tax. State nexus, which you'll hear a lot if you're doing business in the United States, is the minimum amount of activity that you can have in a state before they require either tax returns or tax itself. And then your state tax base is your net income at the federal level or the country level with certain modifications. And then it's apportioned to each state depending on your level of activity. So nexus creating activities can be, you have an employee there, you have inventory or property, you have rent, or you're deriving income from the state, depending on the state role. Many entities can be what we call multi-state taxpayers, which means that you don't just pay state tax in one state where, let's say you're looking at starting a subsidiary and you call Reinhardt and he registers your corporation in North Carolina and you have a facility in North Carolina, but you're selling to a business in Alabama and New York. Then if you have reached the threshold of nexus in Alabama and New York, you might file a North Carolina, an Alabama, and a New York return. And each state has its own apportionment formula for how your income will be sourced to that state. So some states have three factor, which is it's a combination ratio of property, payroll, and sales. Often, and most recently, many states are adopting a sales only apportionment, which is pretty nice. We did have Wayfair case, which basically says that you don't have to be physically present in a state to establish a taxable presence there. 43 states have enacted a sales tax economic nexus threshold, which basically means if you've met certain sales thresholds or certain separate sales transactions, then you can be required to file a sales tax return or even an income tax return in a particular state that you've not actually physically been in. I'm not going to read all this. This is basically for your information later, but this public law exists in that if you are a business that is only soliciting sales in a state. So you've established your North Carolina business and all you're doing is calling up your contacts, let's say in Oklahoma, and saying, please buy from me.
and they create a purchase order and you ship something to them, you can apply for public law protection, which says, hey, that sale was worth $200,000 and technically I'm supposed to file a return, but I'm going to claim public law 86272 to say, I'm not going to be taxed in that state purely for solicitation of sales. So we always have this tension between what the states are saying and what the federal government is saying. So the states might say you're taxable, but federal law presides over that. And that's what public law 86272 is. At the state level, they can say, hey, you owe us tax, but you might have federal protection under public law 86272. So that's just a little bit of information about that. I give some examples of protected activities in particular states, no matter what the state law happens to say. Here's just a few examples of the sales factors, the apportionment factors in each state. These are common states that we see. So you can see how some of them are different. Like if you're in North Carolina and you have property, your franchise tax might be higher because they have a triple weighted on sales, but they still have three factors. So they factor property into how much income you would apportion to that state. Whereas in, let's say, South Carolina or even California, it doesn't matter how much property you have in that state. If you don't have any sales, you're not really apportioning into the state. So here's just an apportionment example. So you have a German company has an office in South Carolina, makes sales all over the United States. All of the German company's property and employees are in South Carolina, but sales are made to all 50 states. So which state does the German company need to file and pay tax? Well, before we had this economic nexus standard, which means that you only had to pay tax if you had physical presence, you would have just filed a South Carolina tax return, apportioned 100% of your income to that state, and you would have no nexus in other states. And now after Wayfair, you definitely have South Carolina tax, but then other states that have implemented the economic nexus threshold may decide that they are allowed to tax you because of your sales threshold. And then maybe you need to apply public law on top of that. So here's a formulaic example of how apportionment works. So you have $100,000, let's say, of net profit at the country level, and then you only have 10% of your sales in South Carolina, so you're apportioning $10,000 to South Carolina. You would apply the South Carolina tax rate, and then that's what your tax, you'd pay $500 of tax in South Carolina. And then let's say you had the same apportionment percentage, knowing North Carolina is a different factor, but you still pay apportion $10,000 to North Carolina. It has a different tax rate. And so your ultimate tax liability is the sum of those two. That gives you an idea of how it works. Moving away from states, a lot of businesses that come to the United States have intercompany loans. And those intercompany loans often have an interest rate, or at least we recommend that they do. But businesses that are wholly owned by a foreign parent company that exceed at the group level 25 million in sales are subject to the thin capitalization rules, or what we call section 163J, which means that you can only deduct interest if your earnings and profits are above a certain threshold. So this sort of talks a little bit about what those thresholds are and how we calculate them. But just know that if you are, you have an organization that has a lot of debt, you may be limited on what you can take as a deduction for interest expense in the U.S. Just a little bit about our most recent tax reform in 2018. We used to have net operating losses that could offset income at 100%. So if you had losses in year one, then in year two, if you had income and those losses exceeded that income, you could take 100% of those losses. After 2020, those losses will be limited to 80% of your income. So even if you had $100,000 of loss in year one and $100,000 of income in year two,
you wouldn't be net zero. You'd have to pay tax on the 20,000 since it would be limited to 80%. But those losses can be carried forward indefinitely. There's no expiration. We did repeal the corporate alternative minimum tax. I am so thrilled about that because it was a pain. And corporate NOL carrybacks after 2020 are no longer available. We had some special allowances in the CARES Act after COVID, but it's set to go back where we will not have NOL carrybacks. And then just a little bit about the tax rates, the top individual tax rates that are in existence right now. But again, as I said, we don't know if these are going to go up under the Biden administration. We do expect that these will change. Certain elements of the international tax code theoretically might change. But we'll just have to see what they decide to push through Congress. So on the more fun side, since taxes is a really heavy topic, just wanted to give you a little bit of a snapshot on what we're seeing in terms of foreign direct investment in the United States. In the last 18 years, the amount of foreign direct investment in the U.S. has more than doubled, and the German foreign direct investment in 2019 was almost $372 billion. So that's significant. And from 2013 to 2018, South Carolina, which is just where I sit, I'm sure there's lots of representations all over the US, but the employment for foreign direct investment went up by 23%. So it's pretty huge to our economy and we're thankful for it. So there are nearly 800 international employers that have operations in South Carolina. And foreign affiliates in the U.S. employ more than 5.8 million American workers. So that's an interesting insights into foreign direct investment in the United States and the impact that it has. I grabbed this from 2000 to 2019, foreign direct investment from all over the world into the United States has been significant. This is in the trillions of dollars. And then this is Germany into the United States. So you can see a ongoing upward trend of foreign direct investment in the US from German businesses. So if you have any questions, please do stay in touch. Feel free to reach out to me. I'm happy to answer any specific questions that you have. Just a little bit about me, and I appreciate your time. Andreas, I think you're on mute. But you could see I was talking. Thank you very much for your presentation. We appreciate it a lot. And I do see a few questions for you in the chat, but I also have a look at the time. Here's Oliver with a very, very intense question. So maybe you have a look. Oliver, may I suggest that I think you can still hear me to get in touch with Pam directly. Oliver is asking about what's your recommendation. He's apparently he lives in the U.S. on green card basis and he's employed with a Germany-based company with no U.S. entity yet established. I don't think that's a question for a short answer now. Do you agree, Pam? Yeah, if possible, I'd love to maybe lay out some facts and circumstances that may affect that particular situation after the fact. Yeah, so yeah, that's right. Can I reach out to you after this presentation? What Pam, maybe just as a teaser is that I have seen in the past that when you are only on a short-term assignment in the United States, you could be exempt from U.S. Social Security as long as you're paying to the German system. That's and right. Is there like something like a five-year cutoff? Maybe that's not exactly the question from Oliver, but you could shed some light on how the Social Security systems play together. Right. So ideally, I guess, it depends on how long you're going to be in the United States. If you're getting paid from Germany, you're most likely having German Social Security taken out. And then if you want to be a US employee, but still pay German pension, that's a different circumstance. And I can't tell if you're wanting to pay US or German Social Security with
the question, but you can set it up to do, you can set it up to do either, depending on what your end goal is. It would just depend on how quickly you're going to establish that U.S. entity, because you wouldn't want, typically we don't see a German company running U.S. payroll, just because it gets complicated. It's not that it can't be done, it just, it's more complicated. What I see sometimes is that German companies are very eager to start in the United States, and then they say, well, we just put you on the payroll in Germany for whatever 6 months until we have the U.S. company created, which would mean a U.S. resident would be hired but put on the German payroll. Does this make sense to you? Yes, yes. I think I got Oliver's email, so hopefully we can connect after this on that topic. Yeah, Oliver, I just forwarded your email, which I've seen here, over to Pam, so that's kind of like, leave it up to you. Brilliant. Yes, yes. Please do that. So what else? Of GABA and on behalf of all our participants, thank you very much again to all our, to all your presentations. I see one question. Sorry, Andreas, before you kill it out. Does the income tax treaty apply to state tax as well? I saw that as a question. I did. Yeah, so that's a great question. Some states do adopt the federal income tax treaty and some states do not. So it is possible that you can be here in the United States and qualify for federal income tax benefits and still have some states where you would need to pay tax. But it depends on the state. Brilliant. Thanks, Pam. There were more questions, I believe. No problem. I'll have a look again. I don't see any more questions. Do you, Andreas? Okay. Well, then I restart again and with thanking you and switching back to German. Vielen Dank nochmal für all die Zuschauer und Zuhörer, die wir heute dabei hatten. Mir ist es natürlich ein Anliegen zu sagen, wir kommen wieder. Es hat sich ja herumgesprochen. Wir haben den März wieder zu unserem GABA-Webinar-Monat gemacht. Reinhard hat es vorhin schon anklingen lassen. Üblicherweise sind wir im März in Stuttgart auf unseren Live-Events. Dieses Jahr aus naheliegenden bekannten Gründen nicht. Dafür sehen wir uns online. Und das Entscheidende natürlich, wir sehen uns in einer Woche wieder. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, same time, same place, also am Dienstag, das ist dann der 9.3., 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 10 Uhr Eastern Standard. Und ich freue mich, I don't know, Pam, is it going to be you who will join us again next week? We do have a tax topic again, and I think it's sales and use tax, tax treaties. So I'm already looking forward to having you back. Reinhard, wir werden uns auch sehen. Und es geht noch nicht um vertragliche, aber Corporate Governance ist ein Thema in der nächsten Woche, Dienstag. Und man ahnt es eigentlich, die USA und Deutschland fühlen sich ja sehr nah, sind wir ja auch. Der Teufel steckt ja im bekanntermaßen im Detail. Deshalb haben wir immer sehr gerne einen Bereich Cultural Differences und der GABA-Mann für Closing the Cultural Gap ist Christian Höferle. Auf den freuen wir uns dann auch nächste Woche. Und last not least geht es um das Thema Wirtschaftsförderung. Hört sich auf Englisch viel freundlicher an. Incentives mit Maxis. Also wir haben auch nächste Woche wieder ein buntes Programm. Ich freue mich auf meine Speaker und ich freue mich natürlich auch auf unsere Zuschauer. Ich schaue nochmal in die Runde. Did I forget anything? Anything else to mention? Der Link für nächste Woche ist jetzt im Chat auch drin. Also wer sich noch nicht angemeldet hat, please register for next week, denn dieser Link sozusagen gibt die Einwahlmöglichkeiten für nächste Woche. Draufklicken, anmelden, registrieren, dann alles weitere schon ermöglicht. Und ich denke, ansonsten bleibt es nur zu sagen, wir stehen auch in der Zwischenzeit für Rückfragen zur Verfügung. Es gibt schon einiges an Seitenkommunikation. Thank you, Pam, for reaching out to one individually. Andreas, wir sind soweit durch. Oder magst du noch sagen?
Mein letzter Hinweis galt nochmal gaba-forum.org. Da finden sich auch die Kontaktdaten sowohl von mir, also please do not hesitate, sagt man ja so schön. Wenn irgendwas Spezielles im Nachgang zur heutigen Veranstaltung ist, a.neumann, da bin ich zu erreichen per E-Mail, ich bin auch telefonisch zu erreichen. Wenn also spezielle Fragen sind, Anmerkungen, Hinweise, Wünsche, Beschwerden, auch auf dem Wege immer gern. Ich freue mich ansonsten auf nächste Woche. Und damit verabschiede ich jetzt ja, die Amerikaner unter uns noch nicht in den Feierabend. You guys still have to work. You only started your working day. Enjoy lunch. Und ich mache jetzt Feierabend. Ich sitze ja bekanntermaßen in München. Also mir reicht es für heute. Ich freue mich auf nächste Woche. Schönen Abend und bis bald. Tschüss, tschüss. Bye, bye.